Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Fatal. Noch bin ich allein im Studio, aber das wird sich gleich ändern. Wir sprechen über Violent Night, wir haben Troll mit dabei, jede Menge Krempel noch von Netflix. Gleich geht's los. Zu Filmfatal, einer neuen Folge, wie schon erwähnt, in Spielfilmlänge. Ich habe ja immer Bock, wenn die Sendung, wenn wir in der Langsendung sind, weil die Shorts sind zwar auch cool und die machen mir Spaß, aber so mal so ein bisschen länger quatschen. Der Henry guckt schon. Ja, aber doch, da ist er. Man fühlt sich halt immer wie in so ein Korsett gequetscht. So, oh, zwischen 8 und 12, zwischen 8 und 12 und so. Und so, da kannst du. Genau, so kannst du einfach ein bisschen ja, losreden. Ja, genau. Freunde, es ist Dezember. Wir sind fast fertig mit 2022. Wie sieht es denn bei euch aus so mit Weihnachtsfilmen? Ging schon was die letzte Zeit jetzt so? Wir sehen, was haben wir eigentlich für ein Datum heute? Heute ist der 8. Dezember, ja. Ist unser Aufnahmetag. Habt ihr schon ein bisschen was geguckt? Oder ja, geht so? Ja, bis der Standard würde ich raushauen. Kevin allein zu Hause. Okay. Das kann ich mit den Jungs gucken. Ich finde das richtig klasse. Ich auch. Schadenfroh halt. Ja. Und heiß. Er wird nicht langweilig. Ja, der geht halt immer, gell? Das ist halt sowas. Das sind einfach so viele Szenen, wo du einfach lachst. Allein, oder wenn sie in das Haus einbrechen und der Murph durch den Keller in den Nagel tritt und du siehst es einfach, wie er so genau, das sind gerade nur 2 Zentimeter, die reingehen und du denkst schon, oh Gott, das muss ich nicht mehr tun. Ja. Kann aber noch jemand erzählen, der Violent Night noch nicht gesehen hat, gell? Genau, das ist das Stichwort, weil wir sprechen heute natürlich auch über Weihnachtsfilme. Wir haben Violent Night mit dabei, ein brandneuer Actionfilm, der jetzt in die Kinos gekommen ist, mit David Harbour in der Hauptrolle als Santa Claus. Da gibt es definitiv Redebedarf. Wir haben Troll mit dabei, einen Film, der jetzt auf Netflix frisch gestartet ist und erzählt so ein bisschen norwegische Folklore. Sage ich mal vorsichtig, kommen wir nachher noch mit dazu. Wir haben Memory mit dabei, einen Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle, inszeniert von Martin Campbell, den man aus Filmen oder von Filmen kennt wie Casino Royale, Golden Eye. Ja. Da ist auf jeden Fall auch Redebedarf vorhanden und wir haben natürlich auch noch was im Serienbereich mit am Start, nämlich Wednesday, habe ich jetzt fertig geguckt. Du hast es auch fertig geguckt, wie ich im Vorgespräch gehört habe. Jawohl, ja. Sehr gut. Da frage ich gar nicht. Nee, Spaß. Und wir haben noch was. Ich hätte es fast vergessen. Irgendeiner ist auch noch mit dabei. Stundenplan, genau. Ja. Auch auf Netflix erschienen. So eine Actionkiste, auch frisch auf die Plattform gekommen. Da soll es heute drum gehen, aber natürlich auch noch um jede Menge mehr. Du hast ja schon gesagt, Kevin allein zu Hause, hast du zuletzt geguckt? Was gab's bei dir, Hendrik? Zuletzt oder zuletzt an Weihnachten? Also als weihnachtlicher Film. Letztes Weihnachten. Ja. Nee, so zuletzt, was du zuletzt geguckt hast. Terrifier, den ersten Teil in Vorbereitung, weil wir ja heute Abend in Terrifier 2 gehen. Gefühlt die einzige Vorstellung in ganz Deutschland. einmal ungeschnitten, ja. Deswegen also in Vorbereitung auf den zweiten Teil den ersten Teil geschaut. Dann haben wir ja zusammengeschaut. Ja, aber ganz okay. Also ich muss sagen, ich hatte da viel mehr Angst davor, als es dann im Endeffekt war, weil ich mag halt so, ich bin schon ein Gorehound, aber dann, wenn es halt irgendwie um Waffen geht und ausgeglichene Kämpfe, so, wenn wirklich Leute einfach nur so ohne Grund einfach nur ganz langatmig zerfetzt werden, dann ist es normal nicht so mein Fall. Mhm. Und ich muss sagen, also man merkt, dass er nicht viel Geld gekostet hat, aber es ist auch nicht so schlimm. Also ich muss sagen, ich hatte es bildtechnisch und schauspieltechnisch viel schlimmer erwartet, als es im Endeffekt war. Ich war echt positiv überrascht. Und muss halt sagen, wir hatten es ja auch schon kurz drüber, dass diese Brutalität, die ist so 10-15% drüber über der Realität. Mhm. Und das nimmt bei mir dann schon wieder komplett sämtliche Angst, sämtliches Unwohlsein, weil das ist für mich dann schon wieder so Outer Space einfach irgendwie. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Genau, das kurz dazu. Dann habe ich geschaut, heute Morgen Prinzessin Mononoke. Und Shame on Me, tatsächlich ist das erste Mal, ich bin nicht so das Studio Ghibli, ich will nicht sagen Fan, weil vielleicht werde ich jetzt zum Fan, aber bisher gab es da jetzt noch keine Überschneidungen, also ich hatte noch nie das Bedürfnis, ja, das muss ich jetzt schauen, ja. Und den habe ich mir jetzt reingezogen, 133 Minuten, dachte ich erstmal, oh Gott, nee, ist ja überhaupt nicht mein Fall, so lange Filme, und wow, kann ich nur sagen, also ich war wirklich, also die Themen, die aufmachen,
und wie das alles inszeniert ist und wie menschlich das alles rüberkommt, verrückt. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Und ich bin also wirklich völlig hin und weg und habe jetzt auch Lust, so die Palette Studio Ghibli, also Richtung Mein Nachbar Totoro, das wandelnde Schloss, Chihiros Reise ins Zauberland, Wunderland. Zauberland, glaube ich. Zauberland, ja. Genau, das alles mal nachzuholen, weil ich muss sagen, das hat schon, war schon ein Impact heute Morgen. Ja, ja, cool. Ja, mich freut das, weil ich den ja auch noch nicht geguckt habe und mir jetzt irgendwann demnächst auch nochmal reinziehen werde, wo wir im Podcast dann nochmal drüber sprechen. Mhm. Und das ist auch sowas, ich habe geguckt, der ist von 97. Ja, ich dachte auch, der wäre viel älter, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie, warum auch immer, ich hatte so Mitte 2000 im Gedächtnis. Echt, bei mir war es Ende 80er, was ich im Kopf hatte. Ich dachte, der wäre schon wirklich so alt. Okay, ja. Das ist aber verrückt. Ja, ja, es ist verrückt. Das finde ich jetzt mal mega crazy. So. Ja. Ich Mitte 2000, du in den 80ern, okay, ja gut, dann ist 97 eine schöne Mitte. Ja, aber genau, haben sie gut gemacht. Ja, bei mir gab es Serien, etliche, aber auch sehr, sehr viele Filme, aber was mir so ein bisschen jetzt rausgestochen ist, war 1899 auf Netflix. Mhm. Habe ich fertig geguckt, wo ich sagen muss, das fand ich ganz cool, auch wenn ich tatsächlich mehrmals beim Gucken auch eingeschlafen bin, weil es doch schon so ein Slowburner ist. Also wirklich, es zieht sich sehr, sehr zäh, aber hat sehr, sehr fantastische Ideen und sieht teils auch richtig krass aus. Die habe ich jetzt fertig geguckt und fand es dann jetzt zum Schluss hin tatsächlich auch super spannend in Bezug auf vielleicht noch eine kommende Staffel. Okay. Weil die Serie halt echt hingegangen ist und hat so ein Potpourri aus Themen aufgemacht. Es fängt ja an wie so ein Historiendrama, dann geht es mehr in eine Horrorrichtung, dass du wirklich so Vibes hast wie in so Horrorfilmen und endet komplett in Science Fiction. Und das war für den Kopf, wenn du das in Gänze dann mal so nochmal rekapitulierst im Kopf, dann ist das ist so richtig so Brainfuck. Und das fand ich sehr cool, auch wenn mir Dark zum Beispiel besser gefallen hat. Die Vorgängerserie. Die habe ich auch geguckt, ja. Und die fand ich viel griffiger, viel intensiver und auch viel ausgeklügelter und irgendwie auch, ja, die hat einfach ein bisschen mehr Tiefe gehabt. Das, finde ich, hat jetzt bei 1899 so nicht ganz geklappt. Trotzdem aber eine sehr, sehr coole Serie. Und die zweite Serie war The Bear auf Disney Plus. Da geht es um einen jungen Koch, der ist Sternekoch und arbeitet im besten Restaurant der Welt. Also er gilt auch gemeinhin so in der Szene, in der Branche als der Chefkoch überhaupt. Ist so die Speerspitze. Größer geht's anscheinend nicht. Und dessen Bruder begeht Selbstmord. Und sein Bruder wiederum ist Inhaber von einem Sandwichladen in Chicago. Und er vermacht ihm dieses Restaurant oder beziehungsweise diesen Sandwich-Shop und er geht halt natürlich dann nach Chicago, verlässt seinen Job als Starkoch und geht aus seinem Restaurant weg und übernimmt dieses Restaurant mit allen, Ungereimtheiten, die noch hinten dran stecken. Das heißt Schulden, ein komplettes, nicht vorhandenes Gastronomiesystem, also hat nichts Hand und Fuß, die Mitarbeiter sind alle komplett chaotisch, keiner weiß, wo links und rechts ist, alles super, fast schon unfreundlich zueinander und sehr rabiat und er muss halt versuchen jetzt das irgendwie oder will versuchen, das halt irgendwie am Leben zu erhalten, weil es halt das Erbe seines Bruders ist, zu dem er auch jahrelang keine Beziehung mehr hatte und das war richtig stark. War auch ein Slowburner, man muss sagen, die Serie fängt an, sehr, sehr unbequem, weil es ist alles sehr schnell, gerade die ersten zwei Folgen, das habe ich, glaube ich, dir, Hendrik, auch mal gesagt in einem Vorgespräch, sehr, sehr schnell, sehr viele Schnitte, alles laut, ständig auf Adrenalin und du hast beim Gucken wirklich das Gefühl, oh, es ist unbequem, ich möchte am liebsten eigentlich ausschalten jetzt, weil ich fühle mich total unbehaglich. Mhm. Und es wird aber weniger, je mehr Struktur er in diesen Laden bringt. Und so kriegen die auch diese Stimmung dann wiederum eingefangen, dass es halt auch alles für den Zuschauer ein bisschen gediegen wird. Das ist aber schön gemacht. Also wenn es so gedacht war, ist es ein cooler Kniff. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so angedacht war, aber es fühlt sich komplett so an und halt so so organisch, weißt du? Ja, ich mag sowas eh. Also ich meine, das ist vielleicht kein direkter Vergleich, aber bei der 13. Krieger, ich weiß nicht, ob der den mal gesehen habt mit Antonio Banderas, da ist ja auch so, dass er quasi, weiß gar nicht, wo er herkommt, auf jeden Fall trifft er auf Wikinger und versteht sie halt am Anfang überhaupt nicht. Und dann kriegst du als Zuschauer, ohne dass es jetzt irgendwie dir groß mit dem Vorschlaghammer reingetrümmert wird, immer zwischendrin mit, dass er und auch du einzelne Worte auf einmal verstehen. Und da wird halt immer mehr quasi irgendwann ein Satz draus und dann merkst du, wie der halt über die Zeit, die der mit denen verbringt, halt die Sprache lernt. Ja. Und der Zuschauer quasi mit, finde ich, mag sowas, wenn sowas so ein bisschen so einfach unten drunter mitschwellt und du denkst, ah, krass, hat er jetzt Struktur reingebracht, jetzt wird das Bild auch ruhiger. Ja, so, ja, genau. Super. Ja, und das macht Lieder halt sehr, sehr gut und hat sich jetzt auch dann wirklich zum Schluss hin für mich so schön entwickelt, auch emotional, weil du halt einfach siehst, wie gewisse Charaktere anfangen, anders miteinander umzugehen, anders zu sprechen, aber auch viel
von diesem ganzen Hassel, der halt hinten dran steckt, mit Rechnungen, die noch offen sind, oder dass er gewisse Dinge, also sein Bruder, der verstorben ist, Probleme hatte irgendwie, wo bezieht er seine Waren her, es ist alles viel zu teuer und er guckt jetzt halt, dass er irgendwie das unter Dach und Fach kriegt und will halt aber auch so ein bisschen neue Struktur reinbringen in die Lebensmittel, die sie verkaufen. Er will jetzt nicht eine Sterneküche draus machen, er will aber halt bessere Produkte, besser vorbereitet, besser gekocht, einfach ein hochwertigeres Essen quasi, aber für die Leute von der Straße sozusagen. Mhm. Und das ist mega cool gemacht, weil einmal der Hauptdarsteller, Namen habe ich vergessen, egal, füge ich gleich nochmal an, ja. Super stark ist in der Rolle und ich finde auch das Schauspiel so in Gänze, die spielen alle so fantastisch und gerade die letzte Folge, ich habe gestern ganz frisch die letzte Folge gesehen, wir sind wirklich kurz, ich hatte so leichte Tränen in den Augen, weil es da Momente gibt, als man halt auch so Rückblenden zu seinem Bruder sieht. Ich verrate es nicht, wer den Bruder spielt. Ich sage nur, große Überraschung, sehr geil. Ryan Reynolds. Nee, was? Er ist super herzlich, geht halt wirklich ans Herz und dann endet die Serie quasi auf so eine Note, wo man sich dann wirklich wünscht, boah, jetzt will ich sehen, wie es weitergeht. Jetzt bin ich drin in den Charakteren und eine schöne Anekdote. Ich habe das mit meiner Partnerin geguckt und sie war am Anfang von der Serie komplett raus. Sie hat gesagt, sie will es eigentlich nicht mehr weitergucken, weil sie es nicht gut findet. Aufgrund halt von dieser Dynamik, die halt ständig ist. Und ich habe halt gesagt, nee, du, ich gucke das, ja. Also wenn du nicht mitguckst, gucke ich es allein, ist mir egal. Ja. So. Und die gehen halt nicht lang, die Folgen. Immer so eine halbe Stunde, vielleicht mal 40 Minuten, die sind nicht extrem lang. Und dann haben wir natürlich weitergeguckt und sie, wie es halt so oft ist, guckt natürlich dann doch mit. Ja? Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, und es war so süß, sie hat es noch nie erlebt, dass sie eine Serie geguckt hat, die nachher besser wurde. Sie hat meistens bei Serien immer von Anfang an das Gefühl, sie findet es scheiße und dann will sie es nicht mehr gucken. Mhm. Und dann guckt es auch nicht mehr und dann ist es raus. Und sie hatte noch nie eine Serie geguckt, die mit der Zeit besser wurde. Und sie war so emotional drin am Ende und so mit den Charakteren verankert, dass sie komplett, oh, sie hat ja auch so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Und ich dachte, ich finde es gerade voll schön, dass die Serie das geschafft hat, von am Anfang sehr hektisch und irgendwie hat sie sich nicht gut angefühlt, dass sie dich dann in so eine Situation bringt, dass du komplett dann emotional drinsteckst. Und das war richtig cool. Und so ging es mir dann auch. Und ja, The Bear, große Empfehlung, auf Disney Plus zu gucken, hat nicht viel Folgen, ich glaube 8 Stück. Und ja, immer so um eine halbe Stunde ungefähr, plus minus. Ja. Jo. Ich muss jetzt bloß gerade lachen wegen Disney Plus. Ich habe nämlich einen Kumpel gestern erzählt von hier Welcome to Wrexham. Mhm. Habe ich ja im Podcast drüber erzählt. Ist quasi kurz zusammengefasst eine Dokumentation drüber, dass quasi. Ah, ist gut, dass du auch gerade da bist, Thorsten. Super. Hallo. Ja, ich hole dich gleich völlig ab. dass Ryan Reynolds quasi zusammen mit. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, vielleicht kannst du mir gleich helfen. Hauptdarsteller von Mythic Quest. Also ja. Der Chefdesigner. Ja, ich weiß, wenn du meinst. Also, aber egal. Der im richtigen Leben kauft mit Ryan Reynolds zusammen quasi den FC Wrexham in Wales. Okay. Und da gibt es eine Dokumentation drüber. Da hatten wir es im Podcast drüber. Falls euch interessiert, hört im Podcast für eine Handvoll Popcorn. Und das habe ich gestern einem Kumpel erzählt. Und er so, ja, wo läuft das? Und ich so, auf Disney Plus. Das habe ich gerade abgekündigt und so. Und da habe ich aber so viel davon erzählt, weil ich halt gesagt habe, die verkaufen sich halt nicht. Das ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen und positiv, sondern da werden richtig krasse Entscheidungen getroffen, auch nach dem Leistungsprinzip. Und er so, oh was, er muss sofort wieder ein Abo machen. So, das fand ich so lustig, dass ich den gestern quasi dazu bekommen habe. Disney Plus? Hallo? Das, genau, passt es bloß gerade. Ja. Es sind einfach versteckte Juwelen auf dem Stream. Es ist nicht nur alles Disney, Marvel und was weiß ich, sondern auch viel, viel Gutes, was einfach so ein bisschen vielleicht mal einfach hängen bleibt, nicht so im Spotlight ist. Deswegen müsst ihr immer für eine Handvoll Popcorn hören und Fünfertal schauen, weil sonst kriegt ihr das ja gar nicht erst mit. Ja. Ja. Ist doch gut. Ja, genau. Wir stellen uns vor, die Community klatscht gerade. Aber wo hast du Mythic Quest geguckt? Zwei, drei Folgen. Ich weiß, ich weiß. Die dritte Staffel ist auch jetzt gerade erst begonnen. Ja, aber gute Info nach draußen. Also, ja. Mythic Quest, sehr schöne Serie. Handelt darüber praktisch eine Firma. Ich nenne es mal so ähnlich Blizzard. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Praktisch, so was Ähnliches wie World of Warcraft machen. Man munkelt. Ja. Ich behaupte, da sind ein paar gerenderte Szenen mit drin. Mhm. Und da geht es einfach um die Firma selbst, wie das im Hintergrund so läuft oder halt eben nicht läuft. Und es ist eine schöne Comedy-Serie. Ja, super. Und ja, kann man so weggucken. Die genialste Folge, die ich persönlich fand, war, glaube ich, von der ersten Staffel die letzte Folge. Und zwar war das zu der Zeit, wo Corona war oder noch immer ist, je nachdem, wie man es auslegt. Und du keine Kontakt haben durftest, dann haben sie alles über Teams, also ich sage jetzt mal, es war Teams, haben alles, die komplette Serie, komplett über Webcam gemacht.
Ja, es kann aber auch funktionieren. Also da gibt es ja Filme, die funktionieren nur so. Ja, die funktionieren aber richtig gut. Ist mit einer meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Du hast dann immer geswitcht, wenn die Leute rausgefallen sind oder so typische Meetings einfach, wenn dann jemand spricht, du siehst, dass er spricht, dein Mikro ist aus. Dein Mikrofon ist aus. Ah, habt ihr mich gar nicht gehört? Ich finde das auch super, diese Einblicke in diese Spielentwicklung. Ich habe die ersten 2 oder 3 Folgen geschaut, das war schon super, wo sich über die Waffen unterhalten und über diese Schaufel. Also, guck da mal rein, das ist wirklich auf Apple TV Plus, gell? Genau. Ja, richtig. Genau. Schaut da mal rein, das ist wirklich sehr, sehr interessant für alle, die so ein bisschen auf Videospiele und auch auf Comedy so stehen. Zwischendurch, ja. Es hat jetzt keinen Mehrwert, sage ich jetzt mal. Einfach nur für zwischendurch, ein bisschen gelacht und geschmunzelt. Ja, aber das kann ja mal reichen, gerade in dieser dramatischen Zeit. Genau. Weiter geht's. Weiter, genau. Ja, dann würde ich sagen, macht der Thorsten mal Platz für unser Geburtstagskind der Woche. Und zwar die liebreizende, vielgeschätzte Emily Browning hatte Geburtstag diese Woche am 7.12. Die feine Dame wurde 34 Jahre alt und ist uns natürlich allen bestens bekannt aus Sucker Punch, den der Hendrik und ich sehr, sehr mag. Ja, sehr gut. Bitte was? Kennt man aber auch aus Filmen wie Legend mit Tom Hardy aus. Zuletzt habe ich sie gesehen noch in American Gods, spielt sie mit in der Serie oder auch in The Affair, eine Serie, war sie auch mit am Start. Sleeping Beauty auch, muss man erwähnen, genau. Weil da hat sich auch mal ein bisschen, also bei American Gods ja auch, aber davor schon ein bisschen aus ihrer Komfortzone so ein bisschen getraut. Ja, also ein bisschen richtig. Ist gut. So. Und ja, muss ich sagen, ist eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr gerne sehe. Natürlich wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nicht auch wegen optischen Komponenten. Ist der Real Talk. Sehr, sehr bezaubernd, aber ich mag auch die Art, wie sie spielt. Also sie hat irgendwie so was Zerbrechliches in der Art, was sie rüberbringt. Das fand ich auch bei einem Legend mit Tom Hardy zum Beispiel sehr, sehr cool. Diese Art irgendwie, wie sie Zerbrechlichkeit, aber trotzdem auch irgendwie Stärke kombiniert. Fand ich da sehr, sehr großartig und hatte das aber auch bei Sucker Punch so im Gefühl gehabt. Ich finde es auch, die ist auch immer so ein bisschen so ein bisschen verträumt, träumerisch irgendwie so, würde ich es auch beschreiben. Finde ich immer total gut. Ich habe immer das Gefühl, so 10% ist sie nicht anwesend. Ja. Also, weißt du? Und das macht das alles so charmant. Ich glaube, das ist auch wirklich die Art, so ihre ganz persönliche Art, weil gerade ist bei The Affair zum Beispiel, da spielt sie auch so eine junge Frau, die so ein bisschen neben der Spur läuft und das passt auch genau wieder in diesen Stil. Von dem her, alles Gute. Film Fatal sagt Happy Birthday und besuch uns doch mal. Genau, jederzeit. Herzlich willkommen im Studio. Gut, Männers, dann würde ich sagen, starten wir mal voll durch und gehen in unseren ersten Block, nämlich die News. Ja, das Internet schreit auf, denn Indiana Jones and the Dial of Destiny hat seinen ersten Trailer bekommen. Es gibt die ersten Bewegtbilder dazu und ja, was soll man sagen? Viele mögen es, einige mögen es nicht. Die größten Stimmen, die ich jetzt so mitgekriegt habe von Kritikern oder von Leuten, die sich Kritiker schimpfen, war zum einen, dass viele bemängelt haben, dass das CGI so schlecht aussehen würde, aber wiederum das De-Aging sehr, sehr schön aussieht. Man sieht hier im Bild zum Beispiel jetzt, gerade unten rechts, das ist ein Bild direkt aus dem Film. Ich muss sagen, ich fand den Trailer relativ unterhaltsam. Also ich habe da jetzt nicht auch irgendwie viel zu meckern, also gerade was das CGI betrifft. Ich bin es halt mittlerweile eigentlich auch, es ist hart, dass ich so sage, aber ich bin es halt einfach gewöhnt. Also deswegen fand ich, dass das alles okay war. Und bin da sehr, sehr offen dieser ganzen Kiste gegenüber. Also ich finde, es sieht aus nach Spaß. Es sieht so aus, als könnte er ein richtig guter Film werden, weil er auch irgendwie von den Bildern irgendwie Themen aufmacht, die mich jetzt wirklich interessieren. Und bin mal gespannt, wie die das alles verknüpfen. Weil man auch viel hört, ja, jetzt ist Phoebe Waller-Bridge mit am Start, die als seine Nichte, ne? Wie ist es, glaube ich? Ja. Ist die Nichte von ihm. Warum hat man vorher nie von ihr gehört in anderen Filmen? Warum kommt es nicht vor? Bla, bla, bla. Ja, who cares, ey? Wie viele Filme machen das so? Ich bin da ganz ehrlich, es ist mir eigentlich alles furz egal, bis der Film ins Kino kommt. Dann werde ich mich hinsetzen, werde mir den angucken und entweder er holt mich ab und ich habe einen richtig schönen Abenteuerfilm gesehen oder er war halt langweilig so. Aber rein interpretieren und den vergleichen wollen mit den alten Filmen, das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich will einfach hoffentlich einen guten Film sehen mit einem guten Harrison Ford, der halt, wie alt ist er mittlerweile? 80? Ist halt auch ein krasses Alter für eine Rolle, wo er noch ein bisschen agil halt acten
muss eigentlich. Aber wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass sie gerade durch dieses De-Aging wahrscheinlich auch viel mit Rückblenden oder Ähnlichem arbeiten werden. Oder wer weiß, wo es hingeht, in welche Richtung, ist ja noch nichts bekannt. Wie sieht es bei euch aus? Bock? Interessiert? Bock auf jeden Fall. Ich hatte zuerst Angst, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, dass es irgendwie was mit Zeitreisen zu tun hat. Frag mich nicht, warum. Mhm. Aber dann habe ich mich nochmal mit der Materie befasst, wann die eigentlichen Filme stattgefunden haben, zeitlich gesehen. Und das war wann? Damit die Zuschauer abgeholt sind? Ich glaube, der Film müsste ungefähr 1970, Ende 60er, sagen wir, der spielen. Okay. Und die Filme spielen halt, ich glaube, der erste spielt 1951, 49, so. Ja, aber stopp. Wie der erste? Indiana Jones. Du meinst zeitlich? Zeitlich kann er nicht sein, weil er spielt ja in der Nazi-Zeit. Also das heißt, da müsste er 39, 40, 41 so irgendwas spielen. Ja, kann auch sein. Egal, ihr schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es genau wisst. Auf jeden Fall war ich komplett verwirrt anfangs und habe mir den Trailer nochmal angeguckt und habe mir nochmal die Daten so näher gebracht. Ich glaube, es wird ein schöner Abenteuerfilm. Weil also im Vergleich jetzt zu... sprechen wir auch gleich drüber. Egal. Ja, Uncharted. Danke. The Last of Us, meinst du? Ja, nee, ich wollte Uncharted sagen. Und ich glaube, der könnte gut werden. Ich habe nur die Befürchtung, weil es ist keine Befürchtung, er ist halt alt, der Harrison Ford. Und ich finde, das hat man in dem einen Trailer, als er das Licht anmacht, war es in der Bibliothek oder wo er so hinter dieses Bücherregal läuft. Ja, ja. Vom Gang her, dass er... Ja. Ist alt. Leicht bucklig. Ja, leicht bucklig. Ja. Wie war es bei... Ich wollte dich nicht abwürgen. Hast du noch was? Ja, nee, alles gut. Davor habe ich halt Angst, dass es nicht mehr so agil... Weil man kennt ja Indiana Jones ja nur als agiler Archäologe. Ja. Und ich habe halt irgendwie Angst, dass es nicht mehr so, dass es so eher schleppend... Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, es ist wie bei den Vergleich, den ich da immer gerne ranhole, die Irishman. Wo man ja auch bei dem Robert De Niro die Verjüngung hat, aber man merkt, dass er sieht jung aus, aber bewegt sich halt wie ein alter Mann, weil schlussendlich er halt einfach ein alter Mann ist. Ne? Und das ist halt sowas, wo ich auch sage, schwierig, was das Verjüngungsthema betrifft. Wenn er halt ein alter Mann ist und wird auch als alter Mann inszeniert, dann ist es was anderes, aber ja, wird man sehen. Bei dir Bauchweh oder mehr Freude? Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr dazu zu sagen. ich werde jetzt loslegen. Also, fangen wir mal so an. Also, ursprünglich habe ich überhaupt keinen Bedarf mehr an einem neuen Indiana Jones. Das muss ich mal gleich dazu sagen. Das heißt nicht, dass ich dem jetzt negativ gegenüberstehe. Ich meine, jetzt kommt er, jetzt schaue ich mir auch an, ist klar. Aber ich muss sagen, ich hatte schon, der vierte war für mich schon unnötig, aber genau aus dem Punkt, weil ich halt einen Indiana Jones oder einen Henry Jones Jr. als agilen Abenteurer mag. Ja. Das ist genauso, wie ich ein Ultra-Problem eigentlich habe, schon auch beginnend mit Lethal Weapon 4, weil ich Martin Riggs, also Mel Gibsons Charakter, war für mich auch immer so agil, da war nichts zu bremsen, der war einfach jung, frisch und hat sich jeder Situation gestellt. Und ich verbinde das so viel in der Vergangenheit quasi damit, dass es schwer sehen bzw. ertragen kann, dass die Leute jetzt, ich meine, es ist klar, das ist nur der Zahn der Zeit nagt an jedem. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man das immer bis zur Unendlichkeit jetzt einfach ausdehnen muss. Ich mochte einfach diese geschlossene Trilogie. Ich kann auch den vierten schauen, so ist es nicht. Aber ich mag das einfach, wie cool Harrison Ford quasi in seiner Hochzeit war. Mhm. Und dann fällt mir das immer ein bisschen schwer, das jetzt zu sehen. Ja, wie so, keine Ahnung. Also das ist, das ist mein erster Punkt da dazu. Dann habe ich den Trailer gesehen, dachte mir dann, oh, das gefällt mir ganz gut. Vor allen Dingen, das ist, glaube ich, die einzige Situation auf der ganzen Welt, wo man sagen kann, ja, Nazis. Gibt es keine andere Situation, außer beim Indiana Jones Trailer oder Film. Weil ich mag das einfach. Ich mag dieses Dritte Reich verbunden mit Okkultismus und irgendwie, gut, natürlich sind es wieder die Amis, die dann alles wieder klären, aber trotzdem, ich mag das total. Ich mag das auch bei Hellboy. Mhm. Also dieser Anfang von Hellboy 1, das geht mir runter. Ich liebe das einfach. Und deswegen freut mich das, dass es zumindest Rückblicke, so wie es aussieht, halt gibt. Ich hoffe auch mehr. Mhm. Als weniger. Und weil das De-Aging sieht ja wirklich gut aus, muss man halt schon sagen. Ich hatte ein bisschen Probleme im Trailer mit dieser Passage, wo das da auf dieser Parade oder sowas. Ja. Ich fand das mit dem,
wie nennt man das, was da so runterkommt? Das Konfetti, diese Konfetti, das lange. Das fand ich alles so ein bisschen, das sah so das ist irgendwie ein bisschen schlecht aus. Als hätten sie eine Ebene davor geöffnet und hätten es einfach so runterrieseln lassen. Also so wie wir es jetzt auch mit dem Knopfdruck machen würden. Weißt du, wenn wir es jetzt wollten. Und das, da habe ich so ein bisschen meine Probleme, aber damit strafe ich jetzt weder den Trailer noch den ganzen Film ab. Ja. Für mich muss ich sagen, ich freue mich total auf Phoebe Waller-Bridge, weil ich liebe sie einfach von Fleabag und ich glaube, dass sie eine saucoole Chemie mit Harrison Ford haben wird. Hat ja auch ein bisschen mitgeschrieben, das heißt, da ist dann auch der entsprechende Wortwitz hoffentlich drin. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Was ich halt schade finde, ist, dass es halt wirklich, es kommt jetzt noch ein Teil und das war halt immer ein Steven Spielberg, George Lucas Projekt. Und jetzt sitzt halt James Mangold quasi auf dem Regiestuhl, was quasi, ob er es jetzt überlebt oder nicht, aber wahrscheinlich das Ende von Indiana Jones einfach, also das abschließt, dieses Kapitel. Und irgendwie finde ich das schade. Mhm. Das macht jetzt weder auch wieder den Film kaputt, noch den Trailer, noch irgendwas. Das sind jetzt einfach nur meine Gedanken dazu. Ich finde das irgendwie schade, dass das nicht so aus einem Guss. Ich meine, viele hauen ja auf den vierten Teil auf drauf. Das war jetzt auch bestimmt nicht die beste Drehbucharbeit bzw. Regiearbeit von Steven Spielberg und George Lucas. Trotzdem ist es halt denen ihr Baby. Und unterm Strich können sie mitmachen, was sie wollen. Und wenn sie dauernd irgendwelche, Hamster oder was auch immer, einbauen müssen in dem vierten Teil. Es ist halt ihr Baby. Sie sollen halt machen, was sie damit wollen. Und jetzt schließt, ich mag James Mangold. Also ich finde eigentlich ziemlich viel Film von ihm richtig stark. Ja. Von daher glaube ich auch, dass er ein Händchen dafür hat. Aber ich finde es halt grundsätzlich schade. Und dann abschließend dazu, dann können wir direkt weiter. Meine Mutter war die Woche da und die kriegt ja sowas nicht mit, wenn so ein neuer Trailer erscheint. So, aber ist ultra Indiana Jones Fan, weil das ist halt so, mit ihr bin ich da filmtechnisch halt auch mehr oder weniger, mit ihr und meinem Vater natürlich aufgewachsen. Und ich habe gesagt, ey, bleib mal noch kurz sitzen, ich habe noch eine Überraschung für dich. Und dann zeige ich ihr diesen Trailer und die ist so dermaßen positiv eskaliert. Also die hat jetzt keine Tränen in den Augen oder so, aber die war einfach so, boah, ehrlich? Und dann diese Szene mit der Verfolgungsjagd, wo er dann quasi den einen so wieder reintritt und dann das Auto zwischendrin. Das sind ja so typische Indiana-Jones-Szenen. Und da war sie wirklich, als sie das nicht gemacht hat, war alles. Also sie war wirklich völlig gehuckt. Und ich dachte, ja, verdammt, vielleicht brauchen wir das nochmal. Vielleicht brauchen wir so einen fünften abschließenden Teil, der uns alle wieder so ein bisschen wohlig irgendwie im Arm zu Bette legt. Aber ich finde, er darf nicht sterben. Nee, eh nicht, weil sonst meine ist der direkte Scheiß. Sonnenuntergang entlang reiten, keine Ahnung. Genau. In der Art. Ja. So. Ja, schauen wir mal, ob sie uns das Herz brechen oder nicht. Kinostart ist der 29. Juni 2023, wenn sich nichts dran ändert. Ist ja nicht mehr so extrem lang. Ja, muss ja auch irgendwie noch die Premiere erleben. Ja, das war jetzt hart. Ja. Kommen wir zu einem anderen Film. Da können wir es relativ kurz machen. Der neue Trailer ist raus zum Super Mario Brothers Animationsfilm, der am 23. März nächsten Jahres in die Kinos kommt. Ganz kurz von euch, fandet ihr gut? Habt ihr gesehen? Mögt ihr? Und wie ist da eure Erwartungshaltung? Schön gemacht, muss ich sagen. Mit der Stimme komme ich nicht zurecht. Mhm. Von Mario. Deutsch oder Englisch? Sowohl als auch. Ah, okay. Gut. Die einzige Stimme, die ich wirklich gut finde, ist die von Bowser. Die finde ich richtig gut. Die deutsche, auch die deutsche Stimme. Oh, echt? Die kann ich aus Prinzip nicht gut finden, aber es ist okay. Nee, aber schaut gut aus. Ich bin gespannt. Ich krieg's storytechnisch nur nicht zusammen, was er draus ist. Ja, gut, ich glaube, das spielt ja keine Rolle. Also, das kann ja komplett abseits der. Ja, Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen. Also, sorry, warst du schon fertig, weil jetzt muss ich wieder meinen Monolog halten. Ich freue mich total drauf, weil ich bin auch irgendwie ein großer Fan von den beiden Sonic-Teilen, obwohl das jetzt nicht unbedingt was zu tun hat, aber ich finde, also, so das Thema Videospielverfilmung funktioniert einigermaßen mittlerweile, habe ich das Gefühl, also zumindest ab und zu. Ich mochte die Animation total. Ich freue mich auf den kompletten englischen Cast, weil also Jack Black als Bowser, Seth Rogen als Donkey Kong, wie heißt er? Chris Pratt dann als Mario, und der kriegt es ja, der versucht ja auch schon ein bisschen dieses Let's go! Anya Taylor-Joy als Peach. Ja? Ach so, oh, habe ich die vergessen, das ist ja komisch. auf jeden Fall, ich freue mich da drauf und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt den neuen Trailer anschaue, dass die auch nicht nur quasi die Jump'n'Run-Teile mit reinnehmen, sondern ich hoffe ein bisschen, dass die tatsächlich vielleicht sogar so kleine Challenges einbauen, wo die sich dann in Mario Kart durchsetzen müssen. Oder sogar so ein Smash Brothers Level wird ja da auch so ein bisschen angeteasert, das Donkey Kong Level. Genau. Und ich bin da echt gespannt. Ich glaube, die holen da echt mit der fetten Kelle aus und holen da, glaube ich, alle Videospiel-Enthusiasten damit ab. Also ich muss sagen, da freue ich mich echt drauf und ich wusste nicht, dass ich sowas brauche, aber ich habe richtig Bock. Ja, mir geht's auch so. Ich habe bei dem zweiten Trailer jetzt richtig viel Spaß mit gehabt. Ich muss sagen, beim ersten Trailer fand ich die Stimme
sehr, sehr befremdlich. Also ich habe die deutsche Stimme wohl gemerkt, die da dachte ich halt irgendwie, oh, das ist nicht Mario in meiner Welt, das passt irgendwie nicht. Aber jetzt gerade durch den zweiten Trailer muss ich sagen, wenn er dann aktiv wird und dann mal dieses Wuhu und so, dann passt es wieder voll. Ja. Also, dass sie das so noch eingebaut haben in die deutsche Synchronisation, finde ich super cool, weil das gibt ja einfach ein gutes Gefühl als Fan und du hast die typischen Mario-Tropes hast du halt drin. Geil. Ja. Und ich bin kurz eskaliert, als sie wirklich im Kart fahren. Ja. Da dachte ich, oh mein Gott, ich will das sehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Wie geil das, also ich bin ja seit Kindesbein zock ich Mario, ja. Und das war dann so richtig angenehm. Ich hatte so ein ganz warmes Gefühl ums Herz und dachte mir, oh, das will ich sehen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ein Tipp noch. Ich habe heute gerade einen Trailer, also den zweiten Trailer, den ja jeder kennt. Nur ist er vertont worden mit den Originalstimmen aus den Spielen. Also du verstehst Bowser nicht. Ja. Aber mit den typischen Stimmen. Ja. Waren auch Kästen unten, was er dann sagt? Nee, gar nicht. Aber trotzdem. Oder der Toad oder ein Toad spricht ja, wir sind ja so super süß, du hörst halt nur die piepsische Stimme aus dem Videospiel. Oder wer da springt, die typische Klänge aus dem Spiel. Müsst ihr euch mal angucken, ist ganz witzig. Ja, ja, okay. Mach ich. Du verstehst zwar gar nichts von der Handlung. Ja, musst du ja nicht. Hast du ja einen Spieler quasi auch nicht. Gut, dann kommen wir von Mario Kart zu anderen heißen Gefährten. Fast and Furious 10, haben wir ja schon einige Male erwähnt, wird kommen und soll laut Angaben von The Wrap der teuerste Film aller Zeiten werden. Der Film hat ein Budget von 340 Millionen Dollar und ist somit der viertteuerste Film aller Zeiten. Sehr, sehr krasse Nummer. Platz 3 für euch, wenn es euch interessiert, ist Avengers Endgame gewesen mit 356 Millionen. Dann Platz 2 ist Avengers Age of Ultron mit 365 Millionen. Und Platz 1 Fluch der Karibik, Fremde Gezeiten mit 379 Millionen. Age of Ultron war quasi teurer wie Endgame. Ja. Ja. Wieso sagst du, ist das selbstsicher? Ja. Weil ich das gewusst habe. Echt jetzt? Ja, ich verstehe bloß nicht. Mir erschließt es gerade nicht. Ja, gut, ich dachte, dass es durch die Gage quasi mehr oder weniger das hochgepusht wird. Ich könnte mir bei Age of Ultron könnte ich mir das CGI vorstellen, weil ich glaube, das frisst auch. Dass es damals teurer war, wie es jetzt. Kurz aber auch erwähnen. Inflationsbereinigt. Quatsch. Das sind ja nur 9 Millionen Unterschied. Ja, aber ja, also, gut, okay. Das kann halt einfach verweisen. Das war der DJI, das war der Ultron. Ja, genau, richtig. Das war James Bay, da hat es für 9 Millionen gekostet. Ja. Auf jeden Fall eine krasse Nummer, weil, wenn man sich überlegt, Fast 9 hat 200 Millionen gekostet, der neue wird jetzt 140 Millionen mehr Budget haben. Ich frage mich halt, geht es drauf wirklich für den Film oder sind es mehr die Darsteller? Weil man sieht ja, es kommen immer mehr Darsteller dazu. Man merkt ja, dass man versucht, irgendwie durch den Cast immer mehr es aufzublähen. Habe ich das Gefühl. Und da frage ich mich, sind es mehr die Leute, die so viel kosten? Oder meint ihr, oder meinst du, das ist wirklich der Film? Dass sie da eine gute Frage. Also ich meine, man muss ja auch bei Fast and Furious immer ein bisschen sehen, dass die ja, es passiert zwar viel Quatsch und auch viel CGI-Quatsch, aber die machen ja auch viel echte Stunts, wo dann einfach nur so mehrere Filter drüber gelegt werden oder, keine Ahnung, lassen 5 Autos oder 10 Autos aus der Parkgarage runterstürzen und machen dann per CGI 30 oder 40 draus. Ja. Also da steckt ja schon auch Aufwand dahinter. Man darf da ja nicht immer nur so drauf kloppen und sagen, das ist irgendwie CGI-Gematsche. Ich denke, dass es einfach eine Verbindung ist aus beiden. Ich meine, jetzt gut, es kommen ja jetzt nicht so viel neu dazu. Ich glaube, Jason Momoa kommt dazu, glaube ich, als Bösewicht. Ich weiß nicht, wer jetzt noch dazu kommt an neuen Darstellern. Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass Fast and Furious schafft es ganz gut, immer auf so einer Welle von Schauspielern mitzufahren. Also auf der einen Seite können die Schauspieler keinen Druck ausüben, weil sämtliche Fast and Furious funktioniert, glaube ich, immer ohne die, vielleicht mal abgesehen von Vin Diesel. Aber so eine Michelle Rodriguez ist halt jetzt kein A-Lister. Ich weiß nicht mal, ob die ein B-Lister ist. Ja. Ein Jason Momoa hat zwar gute Rollen, ist aber, glaube ich, auch kein A-Lister. Also einfach so vom Budget, was die kosten. Und von daher, oder ein Tyrese Gibson zum Beispiel, wo ich denke, spielt er noch woanders mit eigentlich, außer, er spielt den Polizisten Morbius. Da hat er mal einen Ausbruch gehabt. Und sonst ist es halt wirklich, oder Ludacris oder so. Ja, also ich sehe jetzt gerade, Alan Richson ist noch mit dabei. Hier, wie heißt er? Reacher. Genau. Ja. Brie Larson. Klar, Brie Larson, das hat mich jetzt so geärgert. Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood. Ja gut, das sind ja alles schon quasi gebasete Charaktere. Ja, genau. Ja. Gott, Cardi B. Ja, okay. Gut, okay. Ja, aber, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es eine Verbindung aus beiden. Ich frage mich bloß,
eigentlich habe ich gedacht, dass der letzte Teil ziemliche Schundkritiken bekommen hat und beziehungsweise man ja auch so in die Richtung ging, oh, haben die überhaupt noch alle Lust da drauf? Mhm. Weil es war ja auch, weiß nicht, du hattest den auch gesehen, ja. Oder also zumindest hat man ja extrem das Gefühl gehabt, dass die einfach nur noch runterleiern. Ja. Also dass da jetzt kein Spaß mehr dran ist oder auch keine Freude und auch keine Harmonie oder Chemie miteinander. Mhm. Also es war einfach nur so ein dahingerotzter Blockbuster, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und von daher wundert es mich fast, dass man jetzt so viel da nochmal reinbuttert, weil ich weiß es auch nicht, wie der am Boxoffice, wie erfolgreich der Teil davor war. Mhm. Keine Ahnung, was, 200 Millionen hat er gekostet? Ja. Hat schwer zu sagen. Also mich wundert es tatsächlich, dass die in so ein, Achtung, Vehikel, dann so viel Geld reinstecken. Ja, ich kann dir mal kurz gucken, was der an... ja, Wortwitz muss sein. Ja, ja also, hat 726 Millionen reingeholt. Ja, ist ja gut. Schon das Dreifache. Ja. Mehr als das Dreifache. Ja, naja. Man wird sehen. Ich bin gespannt. Genau. Aber das ist nicht so ein Back-to-Back-Geschichte, oder? Die schließen das jetzt nicht ab mit irgendwie zwei Filmen oder so. Weil ich tatsächlich kenne ich... Also eben, was ich gehört habe, ist, dass das jetzt einfach der Abschluss ist. Einfach der nächste. Genau, ja, richtig. Okay. Ja, dann, da bin ich aber... Ja, dito. Ja, du, aber auf der anderen Seite, wenn es ihm interessiert, schauen, wenn nicht, dann nicht, oder? Also so, ja. Da bin ich froh... Also, ich bin da nicht so gehässig. Mir ist es scheißegal, wenn es irgendwie, keine Ahnung, hunderttausende Leute gibt, die halt da ins Kino rennen, weil sie es geil finden, sollen sie auch ihren Spaß dran haben. Ja, ja, klar. Ja, okay, wir gehen weiter zum nächsten Thema, Mike. Ich merke doch schon. Da sind wir nicht offen. Hey, ich bin ehrlich, dieses ganze Fast-Franchise ist mir mega egal. Also ich habe da, die Anfangsteile fand ich okay, aber dann irgendwann hat sich's bei mir halt irgendwie komplett verloren. Ich meine, ich sag's ja immer wieder und wiederhole mich ja ständig, dass ich keine Fortsetzungen mag, so wirklich. Und wenn dann halt 10 Teile, da bin ich halt komplett raus. Ja, ich muss sagen, mich hat es dann erst später tatsächlich so richtig gekriegt. Also ab Teil 5 war ich dann gehuckt. Ja, weil das halt richtig, das wenn dann halt so, das hat dann so Ocean-Vibes. Ocean, also so eine Mischung zwischen Ocean's 11 und nur noch 60 Sekunden. Mhm. Und das halt auf extrem cool getrimmt und man muss halt, steht im Drehbuch, mindestens 35 Mal Familie sagen, sonst wird der Film nicht abgesegnet. Ja. Aber, und ich mag einfach diese Mischung. Also das ist so ein bisschen Italian Job, bisschen hier Ocean's, bisschen nur noch 60 Sekunden. Natürlich ist es bescheuert. Jeder Dialog ist bescheuert. Wir brauchen zwei Präzisionsfahrer. Wenn ich sowas schon eine Präzisionsfahrer, ja, da gibt es direkt eine Erziehungsschelle. So, aber ist egal, das ist halt stumpfer Scheiß, aber das kann halt mal unterhalten. Ja, das kann unterhalten. So, ich will es ja nicht verkaufen. Gib dir recht. Ich will es ja nicht verargumentieren, mir ist es scheißegal, aber... Gut. Ja, Punkt. Nächste News, Blade, Reboot. Eieieiei. Es wurde ja bekannt gegeben, dass der Regisseurposten wieder frei wurde und man nach einem neuen Regisseur guckt, nachdem Bassam Tariq ausgestiegen ist. Und ja, es gibt einen neuen Regisseur, nennt den Jan, oh Gott, Demange, ja, Demange. De Bond wäre cool. Man. Wie auch immer er sich nennt. Ist der neue Regisseur, der hat zum Beispiel White Boy Rick inszeniert. Und die Drehbuchautorin Stacey Osei-Kufour hat auch das Projekt verlassen. Also anscheinend steigen irgendwie alle aus. Stattdessen schreibt jetzt Michael Starbury das Skript. Den kennt man von When They See Us, eine Serie, die auf Netflix erschienen ist. War Emmy nominiert. Muss jetzt nicht viel sagen, aber schauen wir mal. Was mich aber mehr an diesen ganzen News um Blade so ein bisschen stört, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass halt relativ klar ist, dass er kein R-Rating kriegen wird. Also es wird kein Film für Erwachsene werden, sondern man hat bei Disney gesagt, Deadpool wird vermutlich der einzige Film bleiben mit einem R-Rating und das hat auch Kevin Feige so gesagt. Alle anderen werden halt wahrscheinlich nach wie vor PG-13 und halt in Deutschland dann vermutlich ab 12 sein, als auch dann ein Blade. So, Meinung, Hendrik, als großer Blade-Fan, ich weiß ja, der liegt ja sehr am Herzen. Ja, gerade der erste Teil, also ich muss sagen, ich finde, die bauen dann glaubst auch... Du, glaubst du, das kann gut werden und unterhaltsam, auch für jemanden wie, ich sage jetzt einfach mal, wie uns, die alten Teile kennen und sie halt mögen für das, was sie sind, oder glaubst du, das ist so ein bisschen zum Scheitern zu urteilen? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite weiß ich gar nicht, ob ich irgendwie überhaupt ein Blade nochmal brauche. Ich finde Mahershala Ali in der Rolle eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also gerade wenn ich jetzt das Foto sehe, passt es schon. Also es ist einfach so eine neue Art von, ich meine, das ist ja nicht unbedingt, also das ist ja nicht aus Blade, aber wenn man sich so vorstellt, wäre das schon so ein bisschen zukunftsorientiertere Art von Blade. Von daher kann das schon funktionieren. Ich bin halt eben hin und her gerissen wegen diesem Rating. Weil auf der einen Seite kann man ja so ein PG-13 ja schon ziemlich ausreizen. Allerdings ist das jetzt, was zum Beispiel Black Adam jetzt, der ja das vermeintlich ausgereizt hat, das wäre mir halt einfach nicht genug. Mhm. Die Sache ist halt bloß, kann man das dann so darstellen, weil man kriegt es ja schon hin, zum Beispiel auch bei den Avengers-Filmen, dass du einfach
die Vampire nicht so menschlich darstellst, sondern mehr so, sagen wir mal, so als abstrakte Kreaturen. Ja. Und mit denen kannst du ja dann in PG-13 eher ein bisschen Schindluder treiben, im Sinn von in der Mitte durch oder mal Block ins Herz so richtig, wie wenn sie jetzt menschlich sind. Mhm. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert, aber auf der, also der kleine Fanboy in mir drin stampft auf und sagt, was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Ich will, dass das blutig ist. Ich will, dass, keine Ahnung, Blutfontänen. Mhm. Also nicht nur im Sinn von aus Körpern, sondern einfach, ich denke jetzt halt an diese Disco-Sequenz aus dem ersten Teil. Ja, und ja. Das sind halt so Sachen, das hat es halt für mich, deswegen hat er auch so ein Stein im Brett bei mir, weil er sich halt einfach nicht zurückgehalten hat. Musste ja. halt damals auch nicht, weil er musste nicht als Marvel-Hit erfolgreich werden, sondern nur als Film. Mhm. Und von daher hat er einfach mehr Möglichkeiten gehabt. Ja, ich bin gespannt. Also ich schaue mir den trotzdem an, aber ich wünsche mir dann, also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er wenigstens ab 16 ist. Ja. Weil sie ja eigentlich gerade so, zumindest hat man gemeint, durch Deadpool sich so ein bisschen geöffnet haben, von wegen, ja, wir können uns schon vorstellen, dass auch andere Filme dieses Rating haben können, aber ja, ist ja jetzt scheinbar nicht. Und wenn sie es da nicht machen, wo sollen sie es machen? Ich habe denen jetzt auch noch kurz überlegt, was gibt es denn so für so PG-13 Vampirfilme? Also jetzt, ich rede jetzt nicht von Twilight, wo es jetzt primär zwar um Vampire geht, aber nicht unbedingt, was sie machen. Jetzt Morbius zum Beispiel, da war ja auch nicht. Also der Film war schon an sich nichts, aber wenn man jetzt an, wie die mit dem Thema Vampire umgehen und was die dann zeigen, war ja auch mau. Ja. Und so viel mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Ja, ich wüsste jetzt aus dem Stegreif wüsste ich auch nichts. Und mein Problem ist halt einfach, Blade ist halt für mich ein Vampirkiller. Und wenn ich einen Vampirkiller-Film sehe, dann will ich sehen, wie er Vampire killt. Und zwar halt richtig. Und nicht irgendwie komisch geschnitten oder beschönigt oder in irgendeiner Form doch nicht so drastisch, sondern ich will sehen, wie er halt einfach Vampire umlegt und zwar auf die Art, wie es halt ein Vampirkiller, ein Gefürchteter macht. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht möglich in so einer Altersfreigabe. Ich glaube halt, wenn die halt direkt in Staub zerfallen und so, dann geht es halt schon zumindest mit Block ins Herz, ja, mit Kamera drauf. Also wenn ich jetzt an Buffy denke, das lief auf ProSieben samstags nachmittags und da wurden Vampire gepflockt. So, aber ich weiß ja nicht, ob ich das halt genau sehen will. Ja, eben. Darum geht's ja. Ja, ja. Wahrscheinlich halt eher nicht. Man will halt sehen, wie das Blut muss halt fließen. Ja, wir müssen halt kurz leiden und nicht direkt den Staub auf. Wo kommen wir denn hin, dass ich direkt verpissen? Genau. Ja, mit der UV-Lampe. Ja, genau. Also ja, so Pearl-Sachen, die gibt's dann halt auch nicht mehr. Na gut, wir werden sehen, wenn er denn dann irgendwann kommt. Ich bin vorsichtig gespannt. Was bald kommt, und zwar schon nächsten Monat am 15. Januar auf Sky, beziehungsweise Wow, ist die The Last of Us Serie. Und da wurde ein neues Poster gedroppt. Wir sehen es links im Bild, was ganz, ganz stark an das Artwork vom Videospiel erinnert. In den Hauptrollen sind Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel zu sehen. Da haben wir ja auch schon an etlichen Stellen schon mal drüber gesprochen. Da sind ja die Meinungen auch bei uns intern vor allem auch so ein bisschen zwiegespalten, so mit ein bisschen Bock. Vielleicht auch nicht so viel Bock, gerade auch wegen den Darstellern, die besetzt wurden. Wie läuft es denn bei euch jetzt? Jetzt, wo es heißt, okay, in knapp 3 bis 4 Wochen ist die Serie da. Vorfreude schon einigermaßen jetzt da, trotz kleinen Kritiken? Oder seid ihr immer noch so, geht so? Ich bin am Start. Zwar alleine, aber ich bin am Start. Okay. Ich freue mich drauf. Einfach zu sehen, wie sie es umsetzen, wie es umgesetzt wurde. Mhm. Und ja, man kann über die Kleine sagen, ob sie sympathisch ist oder eher weniger sympathisch. Aber ich find Pedro Pascal sehr sympathisch. Ja. Der reizt mich fast mit mehr. Also das wirklich zu schauen. Weil ich finde ihn sehr sympathisch. Und ja, ich bin auch echt gespannt drauf, wie es umgesetzt wird. Und ja, wie die Kreaturen auch, ob es einfach nur CGI-Ballerei ist oder ob das wirklich, wie soll ich sagen, praktische Effekte oder was? Nee, einfach, dass es nicht zu CGI-lastig ausschaut. Ja, das ist wirklich, ich mag es halt, wenn Dinge realistisch CGI, ja, aber wirklich realistisch ausschauen. Ja, ja, ja gut, ich weiß gar nicht, was die reingebuttert haben an Budget. Hast du eine Ahnung, Hendrik? Ist irgendwas mitgekriegt? Nee. Ich denke, das ist halt auch so eine Budgetfrage, ne? wahrscheinlich, wie es dann nachher aussehen wird. Aber ja, ich bin auch tatsächlich gespannt drauf. Ich habe auch
bisschen Bock, muss ich sagen, weil ich mag Pedro Pascal und finde ihn auch in der Rolle als Joel eigentlich ganz gut. Also ich kaufe ihm das auch ab. Bei ihr bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Das war ich jetzt am Anfang eigentlich gar nicht, weil ich mir gedacht habe, komm, warte ab, bis dann die Serie kommt. Das wird sich dann zeigen, ob sie halt performt oder nicht. Aber nachdem jetzt so erst das Bewegtmaterial dann da war, ich fand zwar den Trailer an sich gut, weil ich fand, er hat diese Welt gut eingefangen. Aber bei ihr war ich dann so, ich weiß nicht, da muss ich mal noch hören, wenn sie dann spricht und wenn sie Dialoge halt einfach vermittelt, wie das dann rüberkommt, ob sie mich über die emotionale Komponente dann kriegt, weil das, was ich in den ersten Trailern gesehen habe, fand ich dann so lala. War ja bei dir auch nicht so, ne? Hendrik, du hast ja, ich bin tatsächlich, es klingt jetzt, ich muss auch die ganze Zeit, während ihr jetzt sprechen, über mich selbst nachdenken und denke, es kann eigentlich nicht sein, aber es ist tatsächlich immer noch so, ich habe einfach keinerlei Interesse an dieser Serie. Mhm. Null. Also weder vom Casting, und ich mag Pedro Pascal, aber ich brauche den auch nicht jetzt hier noch. So, also der ist mir zu präsent im Moment. Ja. Also das nervt mich fast, dass der jetzt auch noch Joel spielt. Mit ihr kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe auch das Gefühl, dass es halt so ein neues Walking Dead gibt, was mich auch null gehuckt hat. Und ich fand dann auch, dass das Spiel so filmreif war, dass ich da keine Serie dazu brauche. Mhm. Also alles, was ich quasi... Ich mochte das Spiel nur so, weil ich quasi diese Story erlebt habe. Ich war Protagonist von diesem Spiel, ja, und habe quasi alles miterlebt, alle Leiden, alle Quälerei, alles Überlebensinstinkte. Also auch wenn ich nie selbst betroffen war, aber zumindest habe ich das irgendwie mitgefühlt. Und jetzt als stummer Couchsitzer quasi meinen Spielfiguren zuzuschauen, da habe ich irgendwie null Interesse dran. Mhm. Es ist echt arg. Ich habe wirklich, ich bin fast ein bisschen Sonic. Also eigentlich will ich gar nicht, dass irgendjemand mit mir über diese Serie spricht. So. Weil ich wirklich, also ich kann es nicht richtig erklären. Und ich muss mich ja da, ich habe es ja gesagt, ich hinterfrage mich ja auch durchgehend selbst. Und ich merke halt wirklich, wie es mir richtig, sobald jemand Last of Us-Serie sagt, und das sah doch ganz gut aus, macht es immer, zieht es mir richtig den Magen zusammen. Nee, weil ich denke, ey, nee. Ja gut, beim nächsten Mal klammer ich dich aus. Ja genau, da wäre ich nicht eingeladen in die Sendung. So, Hendrik, kannst du mal kurz Kaffee holen? Ja genau. Wir sind noch nicht fertig, du hast den Zucker vergessen. Da habe ich mal kurz noch eine interessante Frage an euch beide. Und zwar, wir müssen da jetzt nicht ewig weit jetzt einen Exkurs machen, aber ich habe letztens eine Twitter-Diskussion verfolgt, wo es so um Videospielverfilmung in Gänze geht. Mhm. Dass viele unzufrieden sind, wenn Charaktere verändert werden, sei es jetzt optisch oder durch die Hautfarbe oder durch die ethnische Herkunft und so weiter. Und das, da hat jemand geschrieben, ist cool, dass ich es zusammenkriege, ist was vom prinzipiellen Wortlaut her, da gemeint, er hat prinzipiell gar nichts gegen unterschiedliche Arten von Besetzung, nur wenn ein Videospiel existiert, worauf sich berufen wird, dann will er verdammt nochmal, das war so der Wortlaut, auch, dass es 1:1 so umgesetzt wird von der Ethnie und allem drumherum, wie es in dem Spiel war, weil man quasi dem Fan des Spiels alles wegnimmt, dadurch, dass es anders besetzt wird. Seht ihr das ähnlich oder könnt ihr das nachvollziehen oder habt ihr da eine Meinung? Also wie gesagt, wir müssen jetzt nicht zu politisch werden. Aber ich fand diesen Gedanken sehr interessant, auch wenn ich selber gar keine wirkliche Antwort jetzt darauf so richtig habe. Weil ich persönlich sage, eine gute Serie ist eine gute Serie, ein guter Film ist ein guter Film, auch wenn er einem Videospiel zugrunde liegt. Bei Uncharted war es dann zum Beispiel so, das habe ich jetzt nicht gemocht, weil die für mich einfach nicht diese Charaktere waren, also Tom Holland und Mark Wahlberg. Mhm. Aber dann habe ich den Film als Abenteuerfilm geguckt, dann war er für mich wiederum okay. Als Videospielverfilmung hätte ich jetzt gesagt, es war ein Fail. So, jetzt aber wieder zurück an euch. Ich glaube, das ist aber, da hast du schon, also erstmal ist das ein ganz schönes Spiel mit dem Feuer, über so ein Thema zu sprechen. Aber, also ich bin bei dir und das war jetzt auch ein super Beispiel. Ich glaube, man muss sich halt einfach bewusst machen, dass die Serie halt nicht, also diese Last of Us-Serie zum Beispiel, nicht halt nur für die gemacht wird, die halt Last of Us gespielt haben. Mhm. Sondern die Serie soll ja, wenn möglich, alle in dieser Altersfreigabe abholen. Ja. Und von daher, denke ich, sollte den Leuten, gerade auch wenn Neil Druckmann dabei ist, der ja quasi der Creative Director war von den Spielen, und der sagt, ja, wir machen das jetzt so, ey, what the fuck, dann brauchen wir nicht mal sprechen so, dann ist das jetzt so. Ja. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das, und vor allen Dingen, das Fass kannst du ja in allen Richtungen aufmachen. Ich meine, ich bin ja auch so, der dann den Ariel-Trailer zum Beispiel sieht und knirscht dann so ein bisschen mit den Zähnen, weil für mich war die als Kind halt eine wirklich fürchterlich weiße, rothaarige Meerjungfrau, was sie jetzt halt nicht mehr ist. So, wo ich mir dann denke, okay, muss das sein. Aber auf der anderen Seite, wir feiern auch Wesley Snipes als Blade und in den Comics war der halt weiß. So, also ich erinnere mich noch an hier The New Spider-Man, an die Comic-Serie, die es ja auch als Comics gab. Da war der halt einfach weiß. Und dann sehen wir Wesley Snipes machen, Wesley Snipes, Blutfontäne, super, weißt du? Ja, und schon ist die ganze Scheiße eigentlich vom Tisch. Deswegen frage ich mich als
Ich glaube, da muss man sich, keine Ahnung, ich habe keine richtige Antwort drauf. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich kann diese Aussage verstehen, was er sagt. Nur denke ich halt, ja, das ist halt wieder der Macher ihr Baby. Sollen es halt machen, wie es ist, ob ich es jetzt mag oder nicht. Ja. Schwierig, sehr schwierige Frage. Ich denke einfach, Last of Us könnte ich mir wirklich echt vorstellen, dass die sehr nah an den Spielen bleibt. Allein die Storyline könnte ich mir wirklich vorstellen. Dass ja, das einfach nur nochmal neu aufbereitet für die Leute, die A, das Spiel nicht kennen, B, aber noch die Leute, die das Spiel kennen. Vor allen Dingen wird ja die Serie bzw. der Trailer ja schon gefeiert für diese fast 1:1 Kopien. Also wo die zum Beispiel mit ihrer Freundin vor der Kamera steht und so Sachen. Du hast ja jetzt schon auf Twitter 1:1 Vergleiche von den 1:10. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. Bei Uncharted fand ich es schade. Ich habe mit den Schauspielern eigentlich gar kein Problem gehabt. Ich fand eigentlich optisch haben die einigermaßen gepasst. Ja? Nur die Story war halt einfach ein Mist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass jemanden, dem das Spiel wirklich so sehr am Herzen liegt, also ich bin ein absoluter Uncharted-Fan, was die Spielreihe betrifft, aber mich hat es jetzt nicht so dermaßen rausgerissen. Es war für mich halt einfach eine nicht so gute Adaption vom Spiel her. Das lag aber an der Story. Die Story war schlecht. Hätte man die schöner gemacht, hätten die das schöner gemacht, hätte ich mir echt vorstellen können, das wäre so ein Indiana Jones-Nachfolger werden können. Ja, von der Idee her. Bisschen. Ja. Manche sagen, es könnte es immer noch. Das Witzige ist. Nee, die haben es versaut, finde ich. Ich glaube nicht, dass die nochmal. Ich glaube nicht, dass die nochmal das Geld in die Hand nehmen und einen neuen Uncharted machen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Aber ich gebe dir recht mit diesem Thema Indiana Jones Nachfolger, weil so habe ich immer. Nathan Drake für mich verordnet. Ja. Nathan Drake war für mich ein moderner Indiana Jones. Ja. So. Und ich habe mir damals schon, als es noch gar nicht spruchreif war, dass es überhaupt jemals einen Film geben wird, habe ich immer schon mir gewünscht, oh, ein geiler Film. Ein Film, wo der einfach so Abenteuer erlebt, die könnten das für mich auch weitererzählen können, weiterdenken, unabhängig vom Spiel, aber halt mit einem coolen Charakter, so auch in diesem passenden Alter. Das fand ich natürlich dann jetzt durch den Film, der dann jetzt existiert, natürlich dann nicht mehr so schön. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Mir ist noch eine Sache eingefallen, die will ich jetzt noch schnell loswerden zu dem Thema. Ich glaube, das ist halt ein Problem unserer Zeit und vielleicht war es auch schon früher so, nur hat es sich halt nicht verbreitet, weil es Internet noch nicht so präsent war. Ich glaube, die Leute vereinnahmen für sich relativ viel, die kaufen ein Spiel für 59, 69 Euro und vereinnahmen das dann so, dass sie denken quasi, das ist ihr Spiel. Mhm. Und wenn sie dann irgendwas geändert wird, sei es jetzt nur irgendwelche Entscheidungen in Teil 2 oder jetzt Verfilmungen, die bekommen was weggenommen. Ja. Die müssen, glaube ich, mal lernen, dass die noch nie was hatten. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Die haben das Produkt gekauft, was sich jemand überlegt hat. Das ist kein bisschen, nicht mehr zu 1%. Die CD gehört ihnen. Alles da drauf ist geistiges Eigentum von denen, die es gemacht haben. Und ich glaube, solange man sich das in die Birne presst, dann kann man sagen, ja, okay, es gefällt mir nicht, ich schau's nicht, aber nicht, die nehmen mir was weg, weil du hattest noch nie was. Ja, in dem Zusammenhang, für eine Handvoll Popcorn, wir haben eine Folge gemacht über toxische Fankultur und da geht es zum Beispiel auch genau um dieses Thema, nämlich Künstler und was er schafft und wie der Fan damit umgeht und so weiter. Also wenn es euch interessiert, da ein bisschen tiefer noch mit uns einzusteigen, gerne mal in eine Folge reinhören. Ich weiß ja da nicht, was es für eine Folge war. Ja, deswegen einfach von vorne durchhören, bis die Folge kommt. Aber ihr findet das, wie gesagt, für eine Handvoll Popcorn, irgendwo, irgendeine ältere Folge war das. So, kommen wir von Pflanzen, Zombies zu richtigen Zombies und zwar Grund zur Freude. The Walking Dead kriegt ein Spin-Off namens The Walking Dead Dead City und wird sich um die Charaktere Negan und Maggie kümmern. Die kriegen quasi ihre eigene Serie. Da ist ein erster Teaser, wie gesagt, jetzt frisch erschienen. Einen Termin gibt es noch nicht dazu, aber das Ganze soll voraussichtlich nächstes Jahr irgendwann Richtung April erscheinen und dann wieder mit einer wöchentlichen Ausstrahlung in den USA zumindest auf AMC. Wie es in Deutschland aussieht, weiß man noch nicht so ganz. Man kann aber vermuten, dass es bei Disney Plus wahrscheinlich sein wird, weil die aktuell, glaube ich, die Rechteinhaber sind, was The Walking Dead betrifft. Und die Serie ist als Miniserie angelegt. Das bedeutet, ihr müsst nicht wieder 10 oder 11 Staffeln verharren, sondern ganz kurz und knackig 6 Episoden, dann ist die Nummer auch durch. Von dem her, Fans der Serie dürfen sich freuen. Da gibt es noch ein bisschen Futter. So. Nächste Serie. Wie viel Dead wollt ihr im Titel? Ja. Kann es nicht einfach The Walking Dead City heißen?
Alter, egal. Ich bin ja eh raus. Ich bin ja eh raus. Genau. Ich reg mich gar nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Euphoria. Da gibt's auch News. Und zwar die ja sehr, sehr, sehr erfolgreiche Serie, die ich ja geliebt habe. Die habe ich ja dieses Jahr für mich entdeckt und habe die ja in einem Ruck durchgesuchtet. War ganz, ganz großartig. Die soll laut Variety, Achtung, man mag es kaum glauben, ein deutsches Reboot erhalten. Zeitsprung Pictures hat sich die deutschen Rechte quasi an einer Neuverfilmung gesichert und die haben zuvor Clio zum Beispiel inszeniert für Netflix, beziehungsweise realisiert. Und ja, habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe gar keine Ahnung, was das werden könnte. Ich weiß nur, dass die Serie an sich, also Euphoria jetzt selber, war ja auch ein Remake von einer israelischen Serie aus 2012. Mhm. Das war quasi das US-amerikanische Reboot. Und die fand ich halt so großartig. Also das ist, wenn man mich fragen würde, was habe ich dieses Jahr an Serien geguckt und was ist die beste Serie, wäre die mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sogar mit auf der Eins oder kämpft mit ein, zwei anderen noch um die Eins. Aber die war schon arg, arg gut. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, wie man das in Deutschland umsetzt. Weil die Themen, die aufgegriffen wurden in Euphoria, also so Drogenkonsum, psychische Probleme, Sexualität, aber alles in diesem Coming-of-Age-Thema. Es geht ja, ging ja rundum nur um junge Leute, die an der Schule sind und halt mit diesen ganzen Themen zu strugglen haben. Was so großartig erzählt, auch so gut inszeniert und vor allem auch in vielen Folgen auch mit so einem großen künstlerischen Anspruch, es war fast schon arthausig in manchen Folgen, kann ich mir ehrlich gesagt aus deutscher Hand sehr, sehr schwer vorstellen, weil das halt so eine, das sind halt so amerikanisches Filme machen oder Serien machen und ich wüsste nicht, wie das in ich habe keine Ahnung, wie das in Deutschland aussehen kann, sowas. Ja, ich habe da auch ganz, also ich habe die, also Euphoria habe ich jetzt so, also nicht geschaut, ich kenne das, ich weiß, um was es geht, aber noch nicht geschaut, du hast ja viel davon erzählt oder es klingt interessant, das ist bloß so, da muss ich mich wieder überwinden, weil das ist mir zu viel Drama, so, ich brauche mehr so die aufbauenden Sachen, das wisst ihr ja und du ja auch und ihr ja auch, aber ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich habe in dieses Cleo reingeschaut und das hat ja bei mir ja überhaupt nicht gezündet. Mhm. Also ich fand es ja so aufgeblasen und so gezwungen cool und ich habe, also nur jetzt anhand von, dass ich jetzt in zwei Folgen, gut, das ist natürlich, das, eigentlich darf ich mir jetzt keine Meinung erlauben, aber ich sag's jetzt mal trotzdem, dadurch, dass ich ein bis zwei Folgen Cleo geschaut habe, bin ich mir nicht sicher, ob die das Händchen haben, quasi das so umzusetzen, dass das funktioniert mit der Härte, mit diesem Drama, mit den, also einfach alles, was Euphoria ausmacht. Ja, es ist halt einfach, also einmal denke ich, es braucht so etwas nicht. Ja. Also warum? Weil es existiert schon etwas, was wirklich, und das man wirklich objektiv betrachtet. Die ist so fantastisch inszeniert, diese Serie. Ich wüsste gar nicht, wie man nochmal sowas machen könnte und nur im Ansatz an diese Qualität rankommt. Wird das auch für Netflix produziert? Weiß man das schon? Oder ist das dann so ein Ding, was dann auf ARD oder ZDF irgendwie öffentlich-rechtlich... Habe ich nichts... Weil das wäre das Einzige, wo ich sage, ey, um einfach, sagen wir mal, mit der Serie noch ein Publikum abzufangen, was vielleicht nicht unbedingt Streaming-Dienste hat, wobei, dann ist es aber auch nicht das richtige Thema. Ja, aber also ich sehe jetzt meine Mutter nicht irgendwie das schauen im Free-TV. Ich denke an so Sachen wie, es wurde ja Breaking Bad, wurde ja mal deutsch nachgeahmt hier mit Pastewka. Der hat doch die Hauptrolle gespielt. Er war doch irgendwie so eine, so der, ach so, der, ja, stimmt, der, so einen geheimen Drogen oder irgendwas. Ja. Doch. Ja, also man sagt, es ist Breaking Bad auf Deutsch. Ja, ist genau. Das war nicht so doll. Ja. Also ich hab's ja geguckt, ja. Ich kenne Breaking Bad und halt auch dieses Pastewka-Ding. Da war nichts. Ja, ich frage mich halt, ob das dann für genau das Publikum, was dann dieses Pastewka-Ding gut fand, weil es ist ja auch über schon mehr als eine Staffel gegangen, oder? Also war ja ein gewisser Erfolg da und da frage ich mich immer, okay, versucht man dann so eine Serie irgendwie zu adaptieren für Leute, die quasi dieses Streaming-Content vielleicht noch nicht kennen, weil sonst würde es in meinem Kopf keinen Sinn machen. Ich verstehe grundsätzlich diese Copycat irgendwo nicht. Grundsätzlich, warum muss ich denn einen Film, der, gut, ich kann es mir vorstellen, jetzt beispielsweise wirklich beste Freunde oder beste Freunde, wie der Film ziemlich ist. Beste Freunde. Ziemlich beste Freunde. Es war ein französischer Film, der ist gut gelaufen. Dann kann ich mir vorstellen, okay, dass die Amis gedacht haben, wir brauchen genau sowas. Ja? Mhm. Und, aber fand ich den Französischen, auch wenn ich französische Filme nicht so mag, vom Stil her. Ja, es geht nicht so an mich. Ja, komisch. Komisch. Banausen. Ja, genau. Ich verstehe nicht, warum man etwas, was bereits existiert und gut ist, dann nochmal was Neues machen muss, was in der Regel meiner Meinung nach schlechter ist. Ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr The IT Crowd, das ist eine Serie, das ist eine britische Serie. Ja.
Und die ist im Englischen genial einfach. Das ist ein geiler englischer Humor. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Ja. Kennst du nicht die deutsche? Es gibt auch eine deutsche IT-Crowd. Und zwar heißt die... Die EDV-Abteilung? So EDV-Freunde! So ähnlich. EDV-EV. Sky Dumont hat praktisch die Hauptrolle gespielt. Sky der Dumont? Boss. Ach so, ja. Den Boss halt, ja, okay. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Und das war aber so schlecht, weil das hat die Witze, die haben im Endeffekt 1:1 die Witze nacherzählt, auf Deutsch. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß, jetzt haust du gerade drauf, aber Stromberg ist halt auch die Office. Und jeder hat es gefallen. Ja, und schon funktioniert es wieder, ja. Also es ist immer... Ja, also vielleicht, um es abzuschließen, ich glaube, der größte Punkt, warum man sowas macht, ist die Knete. Ja. Weil es lässt sich gutes Geld damit verdienen, wenn eine Sache erfolgreich ist und die andere wird nur 2/3 so erfolgreich, ist sie immer noch erfolgreich genug, um gutes Geld zu verdienen. Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist. Ich glaube jetzt, vielleicht bei den Beispielen, die wir jetzt gerade genannt haben, vor allem mit dem Beispiel von Euphoria, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass es einen Serienschöpfer gibt, einen Deutschen, der sich kreativ so dazu berufen fühlt, das jetzt nochmal zu erzählen, aus kreativen Aspekten. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist eher, das hat funktioniert, lass uns das doch mal auf Deutsch machen und gucken, wie es halt läuft. Ich glaube halt, dass es das typische Problem ist, weil die Serie ist ja, also alles, was ich höre und was ich auch von dir höre, saustark. So. Aber ich habe 100 Leute auf der Straße gefragt, 99 davon kennen die Serie wahrscheinlich nicht. Und ich denke halt, hä? Familienduell? Ja, ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich lasse es still stehen, aber es ist okay. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht verstehen das jetzt die Macher nicht und sagen, okay, dann müssen wir es nochmal für den deutschen Markt irgendwie adaptieren. Ja. So wie es ja auch zum Beispiel bei europäischen Filmen sind, wo die Amis dann überhaupt nicht damit anfangen können. Stichwort hier, ziemlich beste Freunde oder Honey in the Head oder lauter so Sachen. Oder dass es ein Remake von The Raid geben muss oder von Wreck zum Beispiel. Ja, die Amis brauchen halt immer ihr eigene, die müssen die Schauspieler kennen. Und vielleicht ist es halt jetzt diesmal der umgekehrte Sinn, dass man halt sagt, ey, die Serie ist doch so gut, warum funktioniert die in unserem europäischen Markt nicht? Ja. Oder auch auf dem deutschen Markt, weil wir sind ja schon ein großer Markt für so Geschichten, sind wir mal ehrlich. Ja. Na gut, wir warten es ab, wir berichten drüber, wenn es Neuigkeiten dazu gibt und machen direkt weiter mit der zweitletzten News für heute. Oh nee. Achtung, Wonder Woman Teil 3. Ja, ist gecancelt. Und zwar, die Arbeiten am dritten Film wurden eingestellt, jetzt nachdem James Gunn und Peter Safran, die neuen kreativen Köpfe im Hause DC-Universum und DC-Filme wurden, soll es nicht weitergehen. Das heißt, letztendlich möchten die beiden das ganze DC-Universum neu aufstellen, auch gerade was die Struktur an Filmen betrifft. Und dazu soll es auch, wenn es gut läuft, es in der nächsten Zeit einen neuen Masterplan geben, der vorgestellt werden soll, also was die ganze Ausrichtung sein wird auf Filme, auch auf Charaktere, die in den Filmen dann entsprechend verwertet werden. Und bei Wonder Woman hat man sich anscheinend dazu entschieden, dass das erstmal nicht weiter verfolgt wird, beziehungsweise zumindest nicht als eigenständiger Film. Also ich glaube, dass sie ganz wegfällt, glaube ich irgendwie nicht, weil Gal Gadot in der Rolle wird schon gemocht, habe ich das Gefühl, so in der Community, also gerade so, wenn man sich Fans anguckt, die haben da Spaß dran. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie noch irgendwo partizipiert, aber ich glaube, wenn es jetzt so läuft, wie es offiziell jetzt heißt, dann ist anscheinend jetzt erstmal Schluss mit eigenständigen Filmen. Was aber auch gemessen so am letzten Wonder Woman jetzt für mich tatsächlich nicht überraschend ist. Ich fand den ersten gut, der war okay. Den zweiten fand ich leider unterirdisch. Meinung? Hendrik? Ja, hab ich, Mike. ich muss sagen, ich will es jetzt nicht runterbrechen, der erste war gut, der zweite war kacke, also das würde ich genauso unterschreiben, aber dann steht es ja jetzt 1-1, also würde ich nicht sagen, das ganze Franchise ist mies. So, also von daher, ich glaube einfach, ich denke, dass da auch ein großes Problem mit Patty Jenkins herrscht, weil ich glaube, die hat einen ziemlichen Höhenflug gehabt nach Wonder Woman 1, hat dann mehr kreative Möglichkeiten bekommen bei Wonder Woman 2, also 84, und das hat halt alles zusammengerissen. So. Und ich denke, dass das... Ich wundere mich nur ein bisschen, weil ich habe gerade vor 2 oder 3 Tagen einen Tweet gelesen von Gal Gadot, die sich quasi freut darauf, jetzt mit Wonder Woman 3 zu beginnen und noch viel mehr von Diana quasi
dem Fanpublikum zu präsentieren. Mhm. Und gefühlt 3 Tage später kommt dann die News raus, dass der 3. Teil erstmal gecancelt ist. Das fand ich so weird. Mhm. Aber ich meine, das beschreibt ja alles, was DC und Warner Brothers in den letzten 4 bis 5 Jahren fabriziert haben. Dass Filme gedreht werden, die dann einfach geschreddert werden und auch so, dass er auf keiner Festplatte mehr ist. Stichwort Batgirl, obwohl ich ja jetzt auch gehört habe, dass beide Regisseure gerade bei James Gunn einen Termin gehabt haben, gell? Mhm. Zwecks diesem Thema, vielleicht hört man ja doch noch was. Aber es geht ja auch in andere Richtungen noch. Ich habe gehört, ihr Aquaman ist der nächste Teil, wahrscheinlich das letzte Mal, dass Jason Momoa als Aquaman so auftritt. Mhm. Also hätten die auch festgelegt. Also da wird ein ziemlicher Umbruch findet da gerade statt. Also um jetzt deine Antwort für Wonder Woman, ich verstehe es, wenn es nicht weitergeht, aber ich glaube eher, dass es an Patty Jenkins liegt. Deswegen denke ich, dass sie es jetzt kurz ruhen lassen. Und ich meine, Gal Gadot ist ja noch, steht ja noch im Saft. Der kann ja auch in 3, 4 Jahren nochmal angreifen. Ja. Von daher denke ich, dass die jetzt erstmal gucken, halt irgendwie so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, schauen, was verfolgt man weiter und was nicht. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja auch nicht der allergrößte Fan von James Gunn, also was da überhaupt in diesem ganzen Universe passiert. Das Einzige, wo ist toi, was ich gelesen habe, The Batman wird quasi nicht angelangt. So, das wird genauso weitergeführt, wie es von Matt Reeves geplant ist. Alles andere ist mir auch relativ egal. Alright, dann die letzte News für heute. Freut uns wahrscheinlich alle 3, denn es geht um Ghostbusters. Es gibt News zu einem weiteren Sequel, und zwar leider wird Jason Reitman nicht die Regie übernehmen bei einem weiteren Ghostbusters-Film. Das wurde über Deadline jetzt publiziert. Die Regie wird übernehmen Gil Keenan. Der hat so Filme gemacht in der Vergangenheit wie Monster House, das war ein Animationsfilm, oder das Poltergeist-Remake von 2015, den ich grandios finde. Und war vorher aber schon als Co-Autor beteiligt bei Ghostbusters Legacy. Jason Reitman wird weiterhin bei dem Projekt am Start sein, als Produzent und als Autor. Und was man schon weiß, ist, dass das Setting wieder in New York angesiedelt sein wird. Also es wird sich alles wieder um New York in irgendeiner Form drehen. Der Film hat den Projekttitel Firehouse. Das heißt, vielleicht geht es auch zurück in die alte Zentrale. Ja. Lässt sich ja schon so ein bisschen ableiten. Und Paul Rudd als auch Carrie Coon werden wieder in ihre Rollen zurückkehren. Das sind die einzigen, die momentan bestätigt sind. Ich könnte mir vorstellen, gerade wenn Carrie Coon, was ja die Mutter darstellt, der Kids aus Ghostbusters Legacy am Start, also wenn sie am Start ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass keine der anderen Kinder irgendwie da sind. Ja, ich glaube auch, sehr also, strange, ja, das wäre auch ein absoluter Super-GAU, wenn man hier, wie heißt sie? Ich mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Also quasi die, eigentlich für mich die Hauptdarstellerin von Ghostbusters Legacy. Ja. Ich muss kurz mal rausfinden, wie sie heißt. Egal, auf jeden Fall. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn sie McKenna nicht... McKenna Grace. Wenn sie nicht dabei wäre, das würde mich schon arg wundern. Also Finn Wolfhard würde ich jetzt nicht vermissen. Mhm. Nee. Weil das war schon irgendwie eine ganz schöne Dulli-Rolle. So, dass da war ich irgendwie ein bisschen raus. Also, der hat den Film nicht schlechter gemacht. Ja, aber wäre er nicht dabei, wäre es auch okay. Und also von daher hoffe ich noch auf eine Bestätigung. Also Paul Rudd freut mich extrem. Weil irgendwie hat er auch... Der hat auch irgendwie dieses Ghostbusters-Gen, der hat dieses komödiantische Talent für genau das Level, was hier gebraucht wird. Wir haben schon öfters drüber gesprochen. Ich habe ja schon gesagt, für mich würde es halt super funktionieren, wenn ein Paul Rudd weitermacht, weil er für mich so in der Tradition von einem Peter Venkman halt stattfindet. Total, ja. Und wenn sich um ihn eine neue Gruppe an erwachsenen Männern, die Ghostbusters sind, formiert, fände ich das halt sehr geil. Und wenn ich sowas halt wie jetzt lese, klar, man kann die Kinder ja durch alle möglichen Gründe da so ein bisschen aus dem Drehbuch rausnehmen, was weiß ich, sind jetzt in einer anderen Schule oder irgendwo an der Uni und haben vielleicht nur kleine Rollen oder irgendwas, aber whatever, das ist jetzt Fanfiction. Aber wenn ich mir überlege, Paul Rudd jetzt und dann in New York und dann vielleicht eine neue Gruppierung und dann ist vielleicht die Mutter da irgendwie noch mit involviert, da geben wir mir schon die Lichter an. Ich finde es super, wenn die Mutter so die Büroaufsicht wäre, quasi die Telefonate an und ist aber quasi so auch für sagen wir mal, die BWLerin im Hintergrund und fände es cool, auch wenn McKenna Grace quasi fürs Finale dazukommt, aber davor so eine Art Q ist. Mhm. Die quasi immer neue Waffen bastelt, irgendwie neue Fallen und wie auch immer. Und Paul Rudd sie halt dann mit seiner neuen Gruppe einsetzt. Ja. Ja, Möglichkeiten gibt's genug. Ja. Ich freue mich aber, dass was kommt. Ja, ich freue mich auch, ehrlich. Ich fand, es wurde ja auch schon ein bisschen angeteasert von Ghostbusters Legacy, der Schluss. Ja, genau. In Ecto 1 fährt er ja ins Firehouse. Richtig, genau. Also und, interessant ist, das Spiel, was jetzt gerade kürzlich rausgekommen ist. Spirits Unleashed. Genau, setzt genau da an. Also mal mit Comic-Haft, das habe ich gar nicht erst gespielt. Ich habe das gesehen und dachte, oh, Kinderkacke.
Hupala! Macht aber ganz Spaß. Okay. Aber ich freue mich auch sehr, wenn das ordentlich gemacht wird. Ich bin bloß jetzt ein bisschen getroffen, dass das Jason Reitman. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass er das gleich mal den Druck wieder von seinen Schultern nimmt, weil das, was er abgeliefert hat, war gut. Mhm. Aber jetzt, da wird er dann immer gemessen an seinem Vater. Und das jetzt einmal abgeliefert zu haben und jetzt zu sagen, ja, okay, das war irgendwie wohlig warm, die Leute fanden es schön und jetzt produziere ich nur noch und kann dann mit dem Finger auf den Regisseur zeigen, wenn Scheiße dabei rauskommt. Ich verstehe es, aber ich finde dann schade. Gut, er ist aber noch mit Autor. Ja, natürlich, aber ich finde halt, du brauchst ein gewisses Feingefühl, um das so zu inszenieren, weil da waren ja viel, viel plumpe Anleihen an früher, aber auch viel, ohne dass es mit dem Holzhammer war und du dich einfach wohlig warm in den alten Ghostbusters wiegen gefühlt hast. Ja. Und ich glaube, das war schon das Fingerspitzengefühl auch schon vom Regisseur. Ja, ich finde, wo man zumindest mal zufrieden sein kann, ist, dass Gil Keenan vorher schon Co-Autor war vom vorherigen Film. Ja. Dass sie jetzt nicht komplett neu mischen, sondern dass sie halt einfach nur so ein bisschen jetzt die Rollen vertauschen. Ja. Und dann Gil Keenan hat halt bei Poltergeist zum Beispiel, der Film hat einen unheimlichen Comedy-Moment, den der alte Poltergeist zum Beispiel gar nicht hat. Also es ist wie eigentlich ein neuer Film. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich im Kino sehr gelacht habe. Ist ja mit Sam Rockwell. Und es ist so lustig. Also der Film hat so Comedy-Momente, wo ich mir vorstellen könnte, dass sowas als Ghostbusters-Film eigentlich perfekt passen könnte. Die Art von Stilistik, wie er damit umgegangen ist. Ja. Aber da steckt halt auch viel Drehbuch natürlich mit drin. Ne? Ja, das ist halt immer so ein bisschen, ja, das Letzte, was du gesagt hast, da bin ich jetzt froh, dass du das so sagst. Bloß bei mir ist dann das Problem, wenn das Beispiel kommt, so, naja, war wenigstens Co-Autor und übernimmt jetzt die Regie. Wenn ich sowas höre, macht es direkt bei mir David S. Goyer. So, der Blade 1 und 2 geschrieben hat und beim dritten dann Regie führen durfte. Und wo ich dann denke, ja, funktioniert aber nicht immer. Ja. Aber können wir jetzt tot diskutieren. Yeah. Ich freue mich drauf, ich werde mir ihn anschauen und ich hoffe, dass er genauso gut ist wie Legacy. Genau, das ist so ein schönes Schlusswort für unsere News. Gut, jetzt haben wir lang über Neuigkeiten geredet. Ja. Es war auch einiges los diesen Monat. Ultra, ultra viel, ey. Gut, Serien und Filme sind am Start, würde ich sagen. Starten wir mal mit der ersten Serie für heute, nämlich Wednesday, die auf Netflix gestartet ist. Jetzt knackfrisch, ist freigegeben mit einer Netflix-Freigabe ab 12 Jahren und eine wunderbare Mixtur aus Fantasy und Grusel. Eine Staffel gibt's und die umfasst 8 Episoden, die alle so um die 45 bis 60 Minuten rumgehen. Worum geht's in Wednesday? Natürlich geht's um Wednesday Adams, die aus ihrer Highschool gekickt wird, wie sollte es anders sein, und gegen ihren Willen auf die Nevermore Academy geschickt wird. Ein Internat für monströse Außenseiter, die auch von den Eltern von Wednesday, von Morticia Adams und von Gomez Adams besucht wurde. Und ja, man sieht letztendlich Wednesday, wie sie Mühe hat, sich in die Gruppe der neuen Schüler einzufinden und auch so ein bisschen ihren Platz da drin für sich zu entdecken, und muss sich aber gleichzeitig auch mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten auseinandersetzen, die in ihr verborgen sind. Und sie wird dann Zeugin eines Mordes und versucht dann, dieser ganzen Thematik auf die Spur zu kommen, ein seltsames Monster zu jagen, und will die ganze Geschichte untersuchen und ihr auf den Grund kommen. Das ist im Grunde so die Geschichte von Wednesday. Ich habe richtig viel Spaß gehabt in dieser Serie, muss ich sagen. Ich habe die jetzt fertig geguckt vor ein paar Tagen und muss sagen, ich habe so viel Spaß damit gehabt, mit dieser Whodunit-Kiste, dass sie das auch so schön lang durchgezogen haben und auch immer mit so einer, wie sagt man, es war so charmant. Also ich finde, die Jenna Ortega war halt für mich in dieser Rolle, also als hätte sie nie was anderes gespielt. Ich fand die so unfassbar gut als Wednesday Adams. Ich glaube, dass da ganz viel von ihrem eigenen Charakter damit drin steckt. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe viel auch so Making-of-Sachen im Hintergrund geguckt, bin da mal auf Social Media und habe mal geschaut, wie das so am Set war, wie es auch mit ihr war, wenn man dann so Dinge auch sieht, wie den Tanz zum Beispiel, den sie da in der einen Folge macht, dass sie da selbst auch Recherche betrieben hat, wie früher halt Leute aus der Gothic-Szene getanzt haben, und hat es quasi selber dann letztendlich choreografiert, wenn man von Choreografie sprechen kann, aber es ist schon gut. Ja. Hat da sehr, sehr viel eigenes Herz mit reingelegt und hat auch immer wieder mit Tim Burton natürlich auch über die Rolle gesprochen und auch eigene Ideen mit eingebracht, die dann verwirklicht werden konnten. Und das zeigt halt, dass sie da richtig viel Spaß an dieser Rolle hatte, und ich finde, das merkt man, weil die Serie für mich von Anfang bis Ende die ist so liebreizend.
die hat irgendwie dieses Grusel und dieses etwas Abstruse, was man vielleicht auch aus den alten Addams Family Filmen kennt oder auch aus der Serie, ist hier auch vorhanden auf jeden Fall. Und trotzdem schafft man es aber, in so eine Moderne mit reinzugehen, weil es spielt ja in der Jetztzeit, gerade wenn es um den Umgang mit Social Media und so weiter geht, kriegt man das ja auch ein bisschen mit. Was ich auch sehr, sehr charmant fand, dass sie in diesem Thema gar nicht so drin ist und auch warum sie da nicht so drin ist, das wird ja auch thematisiert in ein paar Folgen. Sehr schön. So gut und so charmant und so herzlich einfach. Und auch das Ende der Serie, das wird ja zum Schluss wieder das Thema Social Media, sage ich mal, oder Digitalität ja auch nochmal aufgegriffen. Auch das fand ich charmant. Ich habe richtig Spaß damit gehabt und ich glaube, das ist so eine der besten Serien, die ich dieses Jahr geguckt habe. Also die ist weit vorne. Und jetzt bin ich mal auf euch, beziehungsweise du hast sie nicht gesehen, ne? Ich habe sie nicht gesehen, aber die steht so, da ist so Druck dahinter. Okay, ja gut, dann bauen wir jetzt mal noch ein bisschen mehr Druck auf, denn Hendrik hat sie gesehen und das freut mich ganz besonders, weil ich weiß ja, dass du nicht so der krasse Seriengucker bist und ich weiß auch, dass es für dich immer ein bisschen schwieriger ist, viele Folgen an der Sache dran zu bleiben. Deswegen freut es mich wirklich, dass du es jetzt auch geschafft hast, in so kurzer Zeit wirklich dir die Serie auch anzugucken. Wie war es denn? Hat's dich? Ich freue mich da wirklich, weil es ist immer... Ich verstehe genau deine Freude. Also, natürlich nicht meine aus. Jetzt bescheuert, aber ich verstehe es. Ich bin total hin und weg. Also ich bin auch jetzt nicht sicher, wenn man jetzt mal alles so an Ted Lasso und so... Also ich meine, reden wir mal von so richtigen Fiction-Serien, die jetzt so in Fantasy... Bereich, Monster-Horror-Bereich unterwegs sind, weiß ich nicht, ob ich jemals was Besseres gesehen habe. Also bei mir ist es so eine Sache, ich bin halt auch so ein absoluter Sucker für Jenna Ortega. Also ich muss die einfach nur beobachten, während die da rumläuft. Das ist schon einfach mit ihrer Art irgendwie so gut wie nichts zu blinzeln und das holt mich einfach total ab. Also plus dann dieses ganze Hogwarts-Nevermore-Szenario, ja, also einfach diese Schule voll, wie nennen sie das immer, wer geht an diese Schule? Da gibt es so ein Wort, ausgestoßen, so jetzt nicht, aber halt, sagen wir mal, spezielle, es gibt Werwölfe, es gibt Sirenen, es gibt halt verschiedene Arten von Menschen, Kreaturen, die auf diese Schule gehen. Und ich fand es einfach saumäßig stark. Da bin ich halt komplett bei sowas direkt gehuckt. Mhm. Ich finde es auch schön, dass es zwar diesen Humor und auch dieses krasse, Gothic-mäßige von The Addams Family mit drin hat, aber auch nicht so volle Pulle. Ich muss sagen, in meiner Welt waren die schwächsten Momente, wenn ihre Familie da war oder vorgekommen ist. Mhm. Also ich mochte, dass sie hat quasi Familie mehr oder weniger für uns in der Serie präsentiert und es hat mir vollkommen gereicht, weil ich mochte total ihre Art. Also ich meine, die ist ja nicht unbedingt liebenswert. Also sie geht ja schon mit sämtlichen Leuten um. Ich muss bloß gucken, ich will nicht so viel eigentlich drüber sprechen, weil du sollst das alles noch selbst erleben und spoilern mache ich jetzt erst recht nicht. Aber... ich fand es einfach toll, wie sie das gemacht hat. Ich fand es toll, wie alles aufgebaut wird, auch mit ihrer Freundin, also mit ihrer Mitbewohnerin und so. Und Freundin ist ja auch immer, also ja, aber würde sie ja so nicht sagen. Deswegen setze ich das so ein bisschen in Klammer. Und ja, Jenna Ortega macht es einfach ultra stark. Ich mag auch diesen Whodunit-Plot und auch, dass man sich quasi entschieden hat, eine Serie über Wednesday zu machen, wo es um Whodunit geht. Ja, und ja, man hätte ja auch sagen können, man steckt jetzt Wednesday einfach in eine Schule und die ist jetzt halt mit ihrer krassen Art kompletter Gegenpol und die Situationen, die da draußen stehen, die filmen wir jetzt einfach und machen da draußen eine Serie. So. Easy pick. Mhm. Aber man hat halt quasi noch so ein bisschen einfach detektivisches, Sherlock-mäßiges mit eingebaut. Ja. Und das Coole ist, was ich jetzt unbedingt, das darf ich nämlich nicht vergessen, deswegen haue ich es jetzt einfach zwischendrin kurz raus. Meine Freundin hat gestern was gesagt, wir haben gestern die letzten zwei Folgen geschaut und meine Freundin hat was gesagt, wo ich echt denke, ey, das ist echt auch zusätzlich noch ein Argument für die Serie, weil die hat ja schon Gruselkomponenten, Horror, ja, ist auch Horror, aber das Gute ist, du hast nie Angst, weil die Darstellerin nie Angst hat. Ja. Das hat mir meine Freundin gestern so gesagt, hey, sie ist da komplett relaxed, kann das alles schauen, egal was da jetzt passiert, weil sie halt einfach immer nur nach vorne und egal in sämtlichen Situationen rein, sie hat halt keine Angst. Und dadurch, dass die Protagonistin keine Angst hat, überträgt sich das auch nicht auf dich als Zuschauer. Ja. Und das macht diese Serie so wohlig für jeden, denke ich mir. Also gut, wahrscheinlich gibt es auch wieder Ausnahmen, aber ich fand das schon irgendwie ein cooles Argument, das sozusagen, weil da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also ich mag ihre taffe Art und ich mag das auch, wie sie es macht, aber ich bin ja jetzt grundsätzlich jetzt kein ängstlicher Mensch, der jetzt sagt, jetzt sind wir da irgendwie an einer gruseligen Schule und da ist ein Monster und schauen wir mal so. Aber sie dann schon eher und dann fand ich das einfach schön verargumentiert. Also mit diesem, sie hat halt nie Angst, also habe ich auch nicht keine Angst. So, sie wird die Situation schon wuppen. So. Ja. Und das macht halt, glaube ich, auch viel aus. Ich mochte alle Charaktere, obwohl es, ich habe wirklich viel, viel Liebe für die Serie. Ich glaube, wenn ich es jetzt in 10 Punkten machen würde, würde ich sagen 8,5 oder 9.
Aber es gibt halt auch so ein paar Kritikpunkte. Und da ist jetzt zum Beispiel einer davon, dass es schon so, manchmal ist es schon nicht oft, aber dann doch schon so oft, dass es ansprechen muss, so ein bisschen cheesy, soapisch. Also so, wenn es um andere Schülerinnen geht, also gerade jetzt diese Sirene mit den blauen Augen, wo dann manchmal so Szenen kommen, wo ich dann, oh. Also es gibt manche Szenen, die hätte man einfach rausschneiden können, weil das macht es dann alles so, wie so eine, ja, wie eine Daily Soap. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß genau, was du meinst und muss sagen, ich war froh drum, dass es die Elemente hat, weil das für mich dadurch Coming of Age wurde. Gut, dass du das jetzt sagst, da habe ich nämlich direkt noch einen Kritikpunkt. Coming of Age, nee, Spaß, sorry. Der Grund, warum es mir so gefällt, ich habe ja auch überlegt, warum hat mir die so besonders gut gefallen im Vergleich zu ganz vielen anderen Serien, die ich halt auch noch gucke, war einfach, ich bin super empfänglich für dieses Coming-of-Age-Thema und mir hat es halt so gefallen, natürlich um die Charaktere drumherum auch, aber noch am meisten um Wednesday selbst, wie sie halt auch selber lernen muss, wie sie agieren kann und darf mit anderen Menschen und was gut und was vielleicht schlecht ist und selbst es auf die Dinge kommen muss, dass du mit ihr diese Entwicklung durchmachst. Und das ist ja so ein typisches Erwachsenwerden-Ding, ja, ja. Ne? Das, wie sie auch definitiv mit ihren Familienmitgliedern umgeht und so weiter. Ja. Und, was schon hart ist teilweise, wo ich echt schon vom Fernseher saß und dachte, boah. Dachte ich auch so, okay, liebenswerter Charakter ist was ganz anderes. Ja, ist was ganz anderes, ja. Allerdings. Und das fand ich halt großartig, weil immer mal wieder die Serie es schafft, dass ein, zwei Momente durchblitzen, die dir Liebe vermitteln. Und in diesen kleinen Momenten, die oftmals nur für einen Bruchteil von einer Sekunde sind, wo sie als Charakter mal kurz aufbricht und sofort wieder zugeht, da hat es mir jedes Mal aus dem Herz geleuchtet. Da gebe ich dir recht. Und für die Szenen gebe ich, also da bin ich auch komplett bei dir. Also nur, kein Spoiler-Alarm. Es wird zwischendrin ja mal so ganz zum Schluss mal kurz romantisch. Mhm. Und damit hatte ich zum Beispiel ein furchtbares Problem. Weil ich wollte, dass sie quasi komplett distanziert zu jedem bleibt. Ja, ja. Also schon vielleicht eine Freundschaft aufbaut, aber das andere, das hätte ich gern vielleicht in Staffel 3 gesehen. Ja. So, das war mir zum Schluss eh zu viel. Das ist nochmal ein Kritikpunkt, der jetzt nochmal hinten angestellt, der kommt gleich noch. Aber da gebe ich dir recht. Aber mir geht es mehr so sehen wie zum Beispiel an dem Ball, wo der, wie heißt der, Xavier und Bianca zusammensitzen und er dann sowas sagt wie, bitte dring in meinen Kopf ein und mach, dass ich Wednesday vergesse. Das sind so Szenen, wo ich denke, also die Coming-of-Age-Dinger und wie gehe ich mit Menschen um, dass ich entweder zu meinem Ziel komme oder dann auch merke, oh, die Menschen sind weg. Ich vermisse sie ja sogar. Da bin ich überall bei dir. Das habe ich komplett mitgefühlt und fand da auch wirklich viel starke Szenen dabei. Aber es gab halt auch so Wischiwaschi 0815-Szenen, wo dann wirklich Sätze gesagt wurden, wo ich dachte, oh nee, es macht mir nicht die Serie kaputt, aber ich habe es mir noch perfekter erhofft, die Serie an sich. Und deswegen muss ich da leider an so Kleinigkeiten kritisieren, wie jetzt auch zum Beispiel den Schluss. Ich habe keine Angst, ich sage jetzt da nichts dazu, aber das war mir dann auch schon zu viel. Also auch zum Beispiel, wie erkläre ich das jetzt? Warum muss ihre Zimmerbewohnerin den letzten Schritt noch machen? Warum hebt man sich das nicht auf für irgendwann? Mhm. Sorry, jeder, der jetzt im Testpublikum saß, weiß, dass da eine zweite Staffel kommt, weil das ist einfach zu gut, um es jetzt einzustellen. Ja. Außer Jenna Ortega wird jetzt ein Überstar und kostet pro Folge 25 Millionen, dann geht's halt nimmer. Aber ich glaube, wir sind uns alle klar, die Serie gesehen haben, dass es da weitergeht. Nicht, weil es einen Cliffhanger gibt, sondern weil es einfach viel zu gut ist, um damit aufzuhören. Und da denke ich mir immer, warum verschießt ihr zum Schluss irgendwie sämtliches Pulver? Warum wird jeder erreicht schon sein Super Saiyajin-Level so. Das muss doch noch gar nicht sein. Haltet es doch bitte klein. Ja. Lasst doch Wege dann für früher. Ich will noch mehr Entwicklung sehen. Und ich denke, das ist fast nicht so abschließend, aber ja. Vielleicht wusste man es nicht und hat deswegen alles rausgebracht. Guck dir die Serie an. Ich glaube, danach würdest du nicht mehr so argumentieren. Ja. So, Druck ist aufgebaut, ja, ich mein weiß. Freund. Nächste Woche alle Folgen bitte geguckt haben. Das war schon super. Also ich bin da echt, das ist genau mein Scheiß. Und ich weiß auch, warum es mir auch zusätzlich noch so gut gefällt, weil ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache hier in der Reihe, aber ich liebe es einfach, wenn es so Charaktere gibt, die so gefühlt über allem stehen. Die schlauer sind, die schneller sind, die besser sind wie alle anderen und lassen es auch alle anderen wissen. Da so wie ich, meinst du? Ja, genau, darauf habe ich angespielt. Nee, aber deswegen sowas wie Sherlock zum Beispiel oder so. Es gibt ja so Charaktere, die einfach immer 5% noch besser sind. Ja. Und das liebe ich. Dafür bin ich halt wie gemacht, dazu zu schauen. Gut. Und sie macht es halt auch gut. Jenna Ortega.
Dann Wednesday gucken, Freunde, ihr habt's gehört. Also von mir und von Henry auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich habe noch gar keine Bewertung gemacht. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das jetzt reinfach. Ich werde es auch, also was du vorhin gesagt hast, ich bin auch so bei, ja, eigentlich 8 von 10, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht auch 9. Also ist ja, ja, so sehr, das, sehr das, gut. Das, also, dazwischen hätte ich da auch gesagt. Nicht viel. Ich muss sagen, vielleicht abschließend, wenn überhaupt, hätte man mit den Effekten vielleicht ein bisschen erwachsener umgehen können, weil ich gerade so gewisse Monster halt einfach vielleicht zu quatschig finde, optisch, aber es passt halt wiederum perfekt zu Tim Burton, deswegen kann ich das so mit einem, ja, mit einem weinenden, einem lachenden Auge betrachten. Da hätte ich aber lieber ein Guillermo del Toro Design, weißt du, ja, das hätte auch ein großer Mensch sein, ja, können, ja, der einfach so ein bisschen Plastics an, ja, sich hat. Ja. Und das hätte es nochmal ein bisschen griffiger, ja, gemacht, genau, alles. Aber sonst, ja, ja, rundum, das ist eine ganz, ganz tolle Empfehlung. Wednesday. Ja. Gut, dann ab zu den Filmen. Memory, sein letzter Auftrag, haben wir uns angeguckt. Der neue Film mit Liam Neeson von Martin Campbell, der so tolle Filme gemacht hat, wie Die Maske des Zorro, Casino Royale, GoldenEye oder den von mir viel geliebten The Foreigner. Green Lantern. Bitte? Green Lantern. Ja, den von mir geliebten Green Lantern. Habe ich doch jetzt extra nicht genannt. Ja, ist okay. Ja, wenn du Anya Taylor-Joy raushaust, dann komme ich schon mit Green Lantern. Ja, ist okay, ist okay. Memory, sein letzter Auftrag. Ja, jetzt gestartet 2022, gibt es momentan per VOD auf den Plattformen zu leihen. Ist FSK 16 und so eine Mixtur aus Action, Crime und Thriller. Geht eine Stunde 54 Minuten lang. Und im Cast haben wir, wie schon genannt, Liam Neeson, Guy Pearce, Ty Atwell, Harold Torres, Monica Bellucci und den großartigen Ray Stevenson. Und worum geht's in Memory? Ich lese mal vor. Alex Lewis ist ein Auftragskiller aus El Paso, Texas, der an einem Wendepunkt in seinem Leben steht. Nach einer langen Karriere voller Gewalt möchte er sich nun zur Ruhe setzen, angetrieben auch durch sein nachlassendes Erinnerungsvermögen. Das Einzige, was davor noch aussteht, ist ein letzter Auftrag. Alex nimmt den Job an, er wurde ihm schließlich von einem alten Kontakt vermittelt und findet sich unvermittelt in einem Undercover-Einsatz des FBI wieder, angeführt durch Agent Vincent Serra. Was Alex hierbei entdeckt, ist eine Spur zu einem Kinderprostitutionsring südlich der Grenze in Mexiko, in dem auch eine einflussreiche Immobilienmagnatin aus El Paso und ihr Sohn verwickelt zu sein scheinen. So. Mehr sagen wir nicht. Nicht? Oder habe ich vergessen? Nee. Alles gut. Ja, Memory. Ich war so ein bisschen zwiegespalten zum einen, deswegen, weil ich die ganzen letzten Filme mit Liam Neeson nicht mehr so toll fand. Da hat mir das meiste eigentlich gar keinen Spaß mehr gemacht. Zuletzt auch mit Blacklight eigentlich eher eine Enttäuschung. Ja. Was ich sehr, sehr schade fand. Und auf der anderen Seite aber auch so, dass mit Martin Campbell als Regisseur wir jemanden haben, der weiß, wie es funktioniert, der sehr, sehr gute Filme inszenieren kann. Und dementsprechend war ich da natürlich freudig gespannt, was Memory sein wird. Ich dachte zuerst, dass man so die typische Richtung einschlägt und macht einen typischen Liam Neeson Action-Flick da draus, der halt dann, wie die anderen Filme halt auch, vor sich hin funktioniert und halt irgendwie entweder vielleicht gut oder nicht gut wird. War aber dann sehr, sehr spannend überrascht, weil der Film tatsächlich einen ganz anderen Weg einschlägt und mehr Crime-Thriller wird, als er dann am Schluss Action-Film ist. Er hat zwar seine Momente, ist auch dann entsprechend in gewissen Situationen sehr explizit und funktioniert auch für Action-Fans sehr, sehr gut, ist aber dann tatsächlich am Schluss dann doch eher ein Thriller, der auch das Augenmerk von Liam Neeson auch es super versteht, auch mal wegzunehmen und lenkt es auf andere Charaktere, die in der Geschichte halt auch sehr, sehr viel zu erzählen haben. Gerade jetzt in Bezug auf Guy Pearce und seinen Charakter und habe damit richtig Spaß gehabt. Also ich bin sehr, sehr angenehm überrascht gewesen, fand, dass das mal wirklich wieder seit langem ein richtig guter, spannender Film war und fand eigentlich alles durchweg okay. Also es war jetzt nicht so, dass es der nächste große Wurf war, aber der war solide, der hat funktioniert. Ich habe das Schauspiel habe ich nicht zu bemängeln, da war alles cool, das hat alles für mich irgendwie ineinander gegriffen, war alles gut. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da irgendwie eine großartige Kritik irgendwie ansetzen kann. Vielleicht hätte ich ihn einen Tick kürzer gemacht, aber das sage ich immer. Also ich habe immer so gesagt, so mal 5 Minuten, 10 Minuten weniger, ja, vielleicht, aber so im Großen und Ganzen
fand ich das alles sehr, sehr stimmig erzählt. Auch vom Drehbuch. Also ich finde, man hat es auch geschafft, so die Momente, gerade wenn es um Liam Neeson geht und diesen Struggle, den er halt hat mit seinem Gedächtnisverlust oder genauer gesagt Alzheimer, das finde ich, wurde einem auch ganz gut vermittelt, weil einmal durch die Vergangenheit, die er halt hat, auch mit anderen Familienmitgliedern, da haben sie ein, zwei Momente eingestreut, wo man es dann gut vermittelt bekommt, aber auch die Thematik, wie er in seinem Job, wenn man es so nennen will, als Auftragskiller halt agiert und wie er halt auch beschließt, gewisse Dinge halt einfach nicht zu tun, weil sie gegen seinen Ehrenkodex verstoßen und wie ihm auch so ein bisschen emotionales Futter gegeben wird, wenn er halt gewisse Hintergründe aufdeckt, sich vielleicht einmal das ein oder andere Video anguckt, was dann expliziter ist, nicht für uns als Zuschauer, aber für ihn im Film und er halt auch, du merkst halt richtig, wie es ihm wiederum zusetzt und wie er damit kämpfen muss halt, was er jetzt in seinem Leben macht als nächste Schritte, immer natürlich auch mit der Gewissheit, dass es vielleicht auch dann seine letzten Schritte sein werden. Und das war gut. War ein sehr guter Film, muss ich sagen. Ich habe ihn bewertet, glaube ich, mit 3 von 5. Also was in einer 10er-Wertung sind, 6 von 10. Und ja, war positiv überrascht. Hab Spaß damit gehabt und bin froh darum, dass er so war, schlussendlich, wie er jetzt ist. Ja. Gebe ich aber vielem recht. Also bei mir war es auch so, ich hatte gar keine großen Erwartungen. Ich habe gedacht, okay, den schaue ich jetzt auf einer Arschbacke halt schnell weg, aber das ist so more of the same halt. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, weil ich gesagt habe, wir müssen heute Abend noch einen Film schauen und so. Und sie so, was für ein Film? Und ich so, ja, Liam Neeson Film. Und sie sind so, Liam Neeson? Und ich zeige ihr nur ein Cover irgendwie von einem, ach, der. Also, ach, die Filme. So, weil es ist ja wirklich immer more of the same. Ja. Seit 96 Hours, kann man sagen, zieht sich das ja so durch. Und deswegen war ich auch sehr positiv überrascht, auch weil er aus meiner Sicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, falsch vermarktet wurde, aber es ist ja, wie du schon gesagt hast, kein Actionreißer und ich finde auch nicht, dass er unbedingt der Hauptdarsteller ist. Mhm. Also ich muss sagen, Guy Pearce hat schon ziemlich viel Screentime, auch ohne Liam Neeson, also ja, wo man quasi diese parallelen Wege sieht, aber ich glaube, da ist man eher sogar noch bei Guy Pearce und seinen Ermittlungen, wie jetzt was im Hintergrund mit Liam Neeson passiert. Mhm. Also was aber kein Kritikpunkt ist, ich fand das sehr, sehr stark vor allen Dingen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Guy Pearce-Fan. Es gibt so Filme wie zum Beispiel dieser, wie heißt der, Lockout oder im Weltall, ne? Wo er nur One-Liner klatscht. Finde ich auch super. Also da habe ich ja schon mal Spaß oder auch LA Confidential und so Geschichten. Aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Und ich muss sagen, also auch mit den schmierigen Haaren und dem Schnurrbart und so und das leicht so abgeranzte, abgefuckte, das hat mir schon gefallen. Und dann in Verbindung. Und man muss auch sagen, ich hatte auch ein bisschen, ich bin ja da so ein bisschen, ich habe ein Problem damit, wenn so Helden von mir anfangen, Makel zu bekommen. Und da dachte ich mir schon, das hat man ja schon aus dem Pressetext gelesen, dass dieses Alzheimer-Thema ja auch jetzt nicht unbedingt die präsenteste Rolle spielt, aber es spielt halt im Film mit. Und dann dachte ich mir schon, will ich das sehen? So ein alternder Killer, der jetzt irgendwie nicht mehr weiß, wen er umbringen soll, so überspitzt. Ich wusste ja davor jetzt nicht, wie genau sie das einsetzen. Und man muss sagen, das ging einigermaßen. Ich finde, die haben es entsprechend eingesetzt, dass es Impact hat, aber auch nicht so, dass es dich jetzt runterzieht. Ja. Also aus meiner Warte, meine Freundin war ganz anders. Also für die waren die schlimmsten Szenen die quasi, indem er gemerkt hat, dass bei ihm im Kopf nicht mehr so funktioniert. Also das hat sie echt mitgenommen. Fand ich krass. Also dass der Film das auch überträgt. Also man sieht ja immer nur seine Meinung. Ich meine, du holst ja auch dann immer zumindest durch Blicke ein bisschen Feedback ab, was neben dir auf der Couch passiert. So mache ich das ja auch. Und da fand ich es schon interessant, dass es genau so auch ankommt. Und ja, dann war der auch erschreckend konsequent. Und ich muss sagen, Liam Neeson, wenn er mal Action hatte, war das relativ, man hat nicht 1000 Schnitte gebraucht, wie es bei den letzten Filmen so war, weil man gewusst hat, wie man ihn einsetzt. Ja. Er ist meistens nicht frontal gekommen, sondern entweder irgendwie versteckt, aus dem Regen geschossen, wo man nicht sieht. Oder wenn mal ein Nahkampf, dann kommt er von der Seite und macht halt gleich so 2-3 Hiebe, die einem halt einfach schon ausnocken. Und ja, das kann halt auch ein alter Mann, der eine Kampfkunst kann dich halt, wenn er von der Seite oder von hinten kommt, ratzfatz aus dem Leben ziehen. So. Ja. Und das fand ich, das war relativ glaubwürdig umgesetzt. Und das zeigt halt auch wieder, dass so ein Martin Campbell, also sobald er halt ein Regisseur mal am Start ist, der halt so zumindest ein bisschen weiß, was er macht. Ich meine, der hat ja auch diesen Edge of Darkness gemacht, wo ich immer noch schlimm finde, dass den so gut wie niemand kennt mit Mel Gibson, wo er seine Tochter rächen will und dann aber auch so ein riesen Hintergrund politisches Thema noch dabei aufmacht. Also der war wirklich auch sehr gut. Und selbst The Protégé, den er jetzt vor 2 oder 3 Jahren gemacht hat mit Maggie Hughes, Samuel L. Jackson und Michael Keaton, was ja auch ein krasser Cast ist, selbst der hat ganz gut funktioniert. Mhm. Das ist zwar nicht mehr richtig geil, aber das ist schon sehr gutes Mittelmaß. Ja. Und ich muss sagen, manchmal reicht mir das. Mhm.
Bewertung? Was hast du ihm gegeben? Ich habe ihm auch 3 Sterne davon gegeben. 3 von 5. Ich habe kurz überlegt, weil er mir schon sehr gut gefallen hat, aber ich gedacht, wow, 3,5 Film ist es jetzt nicht. Ich fand ihn gut und würde ihn weiterempfehlen, von daher 3 Sterne. Okay. Gut. Du hast ihn nicht gesehen, das weiß ich fürs Vorgespräch. Prinzipiell aber, gefällt dir so eine Art von Film? So Liam Neeson oder bist du da eher? Keine Ahnung, mich interessieren die Filme von ihm. Weil du hast es ja schon erwähnt, es ist irgendwie immer das Gleiche. Ja, aber das ist schon, ja. Da habe ich schon so eine abwertende Haltung einfach. Das verstehe ich auch, aber okay. Ich muss sagen, das war, glaube ich, auch was, das hat man, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast kurz drüber hatten oder irgendwo. Ich frage mich, für wen dieser Film ist. Ich glaube, das hatte ich da damals schon mal angesprochen. Mhm. Weil so Filme, die eigentlich gar nicht so actionreich sind, sondern mehr einfach ruhig, also ruhig, aber der geht ja schon relativ lang und es passieren, man schaut eigentlich beim Ermitteln und beim Lösen von verschiedenen Kniffen halt zu. Und da denke ich mir immer, ich mag ja so Filme, so richtige Thriller total gern. Aber ich finde, sowas findest du halt nicht mehr so richtig. Ja, ist schön, dass das noch produziert wird. Ja, ja, genau, da hatten wir es drüber. Das kann ich mich erinnern, ja. Dass es zu wenige gute Thriller gibt. Ja. Ja. Mittlerweile, wohlgemerkt. Ja, mittlerweile. In den 90er Jahren oder so war das ja mal ganz anders. Oder Anfang 2000er. Ja. Ja. Na gut. Nun. Angucken. Ja. Memory, wie gesagt, per VOD überall momentan verfügbar. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Streifen. Mhm. Stundenplan. Ja. Auf Netflix. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Hey. Ja. Brandneu erschienen auf Netflix. Jetzt ist FSK 16 oder zumindest eine Netflix-Freigabe ab 16. Ist eine Mixtur aus Action, Crime und so ein bisschen Drama. Geht 1 Stunde 41 Minuten lang. Regie Daniel Markovic. Und im Cast haben wir Piotr Witkowski, Jan Wiczorkowski und unter anderem Antonina Janusz-Kiewicz. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ihr hört es wahrscheinlich schon raus, ist ein polnischer Film. Und ja, worum geht's? Der Plot ist relativ einfach und schnell erklärt. Als ein Lehrer stirbt, übernimmt sein bester Freund, ein ehemaliger Polizist, eine Stelle an dessen Schule, um sich die Gang vorzunehmen, für die er für verantwortlich hält. Punkt. Das ist es im Grunde. Natürlich macht der Film noch ein bisschen mehr als nur das. Da wird noch relativ viel aufgedeckt im Hintergrund, denn es ist noch mehr als nur eine Gang, die da irgendwie ihr Unwesen treibt. Da kommen wir jetzt aber gleich dazu. Ich lasse dich mal anfangen. Oh, echt? Ich muss genau andersrum machen. Ja, aber ich kann auch anfangen. Such dir aus, jetzt hast du die Möglichkeit. Ja, dann fang du an. Okay. Stundenplan. Habe ich jetzt gerade fertig geguckt. Vor einem Tag, glaube ich, habe ich ihn geguckt. Oder vorgestern. Ich weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn kürzlich geguckt. So rum. Und hatte erstmal richtig Bock auf den Film aufgrund vom Trailer. Mich hat es irgendwie angemacht, dass es so eine Mixtur irgendwie ist aus modernen Martial Arts ein bisschen, auch dass dieser Typ irgendwie was Besonderes kann in Bezug auf Martial Arts, weil er anscheinend ja in irgendeiner Form mal gelernt haben muss, in einem Dojo zu kämpfen und vielleicht auch selber ein Meister ist. Mhm. Lässt man ja so, oder lässt der Film ja so ein bisschen offen. Ja. Und das sind ja genau so Tropes, da kriegt man mich sofort mit. Martial Arts, Action, dann noch der 80s-Filter drauf, Mike ist am Start. Ist geil, wenn der Mike einen Satz aufbaut und ich warte eigentlich. Das Ganze ist mir egal, ich warte nur auf das Aber. Ich merke das schon direkt. Dann habe ich den Film geguckt und war super ernüchtert, weil er von seiner Idee her so viele gute Ansätze hat. Also ich mag alles eigentlich an dieser Geschichte, dass er ein Cop ist und dass er einen besten Freund hat und wie das alles zueinander kommt und dass auch im Hintergrund so Strukturen da vorhanden sind, die er halt langsam eins nach dem anderen aufdeckt. Aber ich fand den so schlecht erzählt und halt so vorhersehbar. Ich habe eigentlich fast nichts gemocht an diesem Film. Mir haben die Farben nicht gefallen, weil sie die ganze Zeit auf 80er getrimmt waren, aber in einem Moment, wo es für mich nicht gepasst hat, das hätte ich komplett lassen können in dem Film. Ich fand, dass das Hauptaugenmerk, nämlich die Kämpfe und wenn gekämpft wird, zu undynamisch stattgefunden haben. Das war mir ein bisschen zu langsam und du hast immer das Gefühl gehabt, dass die Leute warten, bis der Schlag kommt, damit er abgefangen werden kann. Und das merkst du halt so extrem. Ja, ja. Ich finde, die haben das zum Teil gut kaschiert, dass man nicht sieht, dass einer darauf wartet, dass er angegriffen wird. Also da wurde schon mit Schnitten gearbeitet. Aber die Bewegung ist halt einfach zu langsam. Also wenn ich das mit anderen Filmen vergleiche, ich nehme jetzt mal einfach ganz banal den John Wick ran als Beispiel. Mhm. Nicht den ersten, wo er noch agil war, wir nehmen mal den dritten, wo er schon ein bisschen älter war. Mhm. Selbst da, wo ein Keanu Reeves schon älter ist und man merkt, dass er nicht mehr der Schnellste ist, ist er immer noch agiler als alle, die in diesem Film gekämpft haben. Ja. Und das fand ich so ärgerlich, weil ich mag das. Ich liebe dieses Genre. Ich liebe Actionfilme und Martial Arts.
Und die haben es nicht geschafft, mir in irgendeiner Form Spaß zu bereiten in dem Film. Und das fand ich halt so schade. Dann halt auch die Geschichte, dieser Love Interest, wo mir so, das war alles so, du wusstest genau, was passiert. Du konntest genau vorhersehen, das kommt jetzt, dann kommt das, dann kommt das. Dir wird alles klar, dir wird der Plot klar, dir wird sogar das Ende schon relativ früh klar. Ich wusste genau, was los ja, ist. Ja, so. Klar. Und dann war der Film zu Ende und ich dachte, oh Mann, das fand ich jetzt gerade so schade, weil der Trailer mir Spaß gemacht hat. Es sah aus nach einer Kiste, auf die ich Bock habe. Und da waren so viele, wie ich es eben schon gesagt habe, so viele Ideen halt auch drin. Man kommt ja nicht drum herum, wenn man den Film guckt, vielleicht auch ein bisschen an Dangerous Minds zu denken, den alten Film aus den 90ern mit Michelle Pfeiffer. Ja. Und da habe ich auch dran gedacht und dachte mir, oh Mann, jetzt so ein moderner Dangerous Minds mit dieser Kombination Martial Arts und so einem Typ, aber du kriegst halt einfach zu wenig präsentiert. Und deswegen hat er für mich leider in Gänze nicht funktioniert. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, weil wir sprechen ja das erste Mal drüber, ich weiß, dass wir in einem Vorgespräch vor ein paar Tagen schon mal es darüber hatten, weil du ihn geguckt hast und du hast gemeint, du bist so zwiegespalten, weil er ein, zwei Sachen hat, die dir gefallen haben. Und da bin ich jetzt mal drauf gespannt, was dir gefallen hat oder welche Sache es war, weil ich habe die ganze Zeit beim Gucken, auch als der Film fertig war, gedacht, was hat denn dem Henne jetzt da gefallen? War es das? Oder war es das? Das muss ja, es hat ja was gehabt, weil er hat ja gesagt, die eine Sache hat mir Spaß gemacht. Ja. Was war es denn, was dir Spaß gemacht hat? Ja, dann antworte ich direkt jetzt mal auf deine Frage. War diese Thematik, wie es sich halt den Schülern annähert und die dann dieses Dojo errichten und dann quasi anfangen zu trainieren und einfach irgendwie aus verschiedenen einzelnen Individuen halt eine Gruppe wird. Mhm. Und mit sowas kriegt man mich halt total. Ja. Also auch wenn die ganzen Übungen und so alles Quatsch waren, wo sie immer das Papier hinten nach hinten wirft, aber trotzdem war es irgendwie goldig. Ja. Das war alles, dieser ganze Film ist in meiner Welt ist irgendwie ein großes Guilty Pleasure für mich. Mhm. Weil es ist alles ziemlich... Ich will nicht sagen Scheiße, aber Kaka, so, weißt du? Also es ist nicht, das ist derbe Scheiße, sondern es ist alles einfach so ein bisschen, na. Aber irgendwie, in allem steckt was Cooles. Und wenn es nur eine Idee ist, die ich aber für mich vielleicht in meinem Kopf weiterentwickle und projiziere es auf den Film und dann ist es schon wieder okay. Mhm. Und ich mochte das einfach so, auch, wie gesagt, auch mit diesem Papierknüll, wo sie immer nach hinten wirft und er kann es am Anfang nicht fangen und dann später siehst du halt zwischendrin wieder, wie sie trainieren, dann schmeißt es wieder und er fängt es und dann so. Mh. Und ich dachte so, ja, Digga, du entwickelst dich weiter, super. Weißt du, also... Ja, also das war die also Antwort auf deine Frage, muss ich sagen, war das. Also, dass er wirklich dann so ein bisschen connected mit den Schülern auch diese Thematik mit dem Sohn von seinem verstorbenen Freund, den ich auch irgendwie ziemlich cool fand. Mhm. Also einfach den Schauspieler, jetzt nicht, wie er das gespielt hat oder so überhaupt, sondern ich fand, der war schon irgendwie mit seiner Frisur und so. Ja. Und es war irgendwie ein cooler Typ. So. Und dass er auch immer irgendwie reingegangen ist in die Situation, ob er es jetzt, keine Ahnung, die Oberhand gewonnen hat oder nicht, das war jetzt erstmal egal, aber ich fand es irgendwie cool, so wie der geschrieben ist. Und natürlich sind das so viele cheesy Momente, also du weißt, wie du schon gesagt hast, du weißt, wenn der Film beginnt, also du siehst schon einen Typ anfahren und denkst schon, okay, Undercover-Polizist. So fängt das Ganze schon an. Ja, da ist es noch nicht mal geklärt und du weißt schon, was Sache ist. Und ich kenne den Schauspieler ja nicht. Ja. Und dann jede einzelne Entwicklung, ich wusste auch, dass dieser stotternde Chemieprofessor hundertprozentig ist noch was mit dem. Obwohl ich auch kurz lachen musste, obwohl es ja immer so ein bisschen bescheuert ist. Wo er sagt, bringst du das Tablett weg? Nein, 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 leck mich am Arsch. Also sorry, weil kurz habe ich gemacht, hihi. Fand ich schon lustig. Aber egal jetzt, ich wollte einfach nur darauf raus. Ich finde, es ist alles immer glasklar. Es ist klar, wer der Oberbösewicht ist, es ist klar, wer die rechte Hand ist. Es ist alles schon von vornherein klar. Aber ich muss sagen, ich kann dem Film irgendwie gar nicht alles so übel nehmen. Also klar, es ist, also wenn man sich jetzt wirklich aufschaut, denkt man, okay, das ist ein Film voller vertaner Chancen. Mhm. Aber ich denke jetzt halt mal runterzubrechen, ich meine, Polen ist jetzt nicht das Land, was jetzt bekannt ist für die krassesten Filme, unterhaltsam oder die beste Kampfkunst oder. Irgendwie finde ich es schön, dass sie sich wenigstens mal daran trauen. Ich weiß, das darf eigentlich nicht die Bewertung von einem Film, also weißt du, das darf nicht mit drinstecken. So, aber ich wünschte mir, wir würden mal in Deutschland sowas machen. Weißt du, da denke ich an Laszlo, den kämpfenden Mönch auf RTL 2, auf RTL um 20:15 Uhr. Das ist alles, was wir in die Richtung irgendwie hinbekommen haben. Ja, also zumindest was einigermaßen bekannt war. Und ich finde es einfach schön, dass das Land jetzt hingeht und sagt, ja, wir wollen jetzt aber auch mal so ein Ding machen zwischen irgendwie, keine Ahnung, Kampfkunst, Dangerous Minds und was weiß ich, was da noch alles drinsteckt. Mhm. Und das habe ich dem Film einfach irgendwie abgenommen und auch eigentlich die Liebe für das Genre. Klar ist alles wirklich nicht gut, aber ich war aber auch unterhalten. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und ich wusste ja, wie es weitergeht, aber wie sie es halt darstellen, sagen wir es mal so. Und wie sich das dann alles aufschlüsselt. Natürlich ist es total cheesy zum Schluss, dass dann auf einmal die ganzen Schüler noch kommen und dass sie dann auch kommt. Du gehst hier nicht ohne mich, wo ich denke, du kannst doch nichts. Warum willst du da jetzt mit rein? Ja. Ja. Willst du tot argumentieren oder was? Also, wie bescheuert ist das? Aber who cares? Geh mit.
So, der Film wird schon irgendwie, weißt du, einen Schwung finden, ja. Wohin mit dir? Das ist einer, da würde ich mir jetzt wünschen, dass sie davon ein geiles Remake machen. Zum Beispiel. Ein amerikanisches oder, ja. auch ein asiatisches und dann richtig Martial Arts. Ja, so. Definitiv. Aber ich muss sagen, ich fand die Ideen irgendwie cool. Ich habe auch mal Spaß damit gehabt. Ich habe bloß ein Ultra-Problem. Ich habe den bis jetzt noch nicht bewertet, weil eigentlich wäre es ein 2-Sterne-Film. Sind wir ehrlich. Mit ein bisschen Goodwill ein 2,5 Sterne. Aber irgendwie will ich mir das nicht antun. Also der hat mir zu gut gefallen, aber im Vergleich zu allem anderen wäre das... Wer jeder andere Film wäre beleidigt, wenn ich dem Film jetzt 2,5 Sterne geben würde. So. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Das ist so ein richtiges Guilty Pleasure. Ich würde den auch, hey, wenn ihr mal sowas, ich würde den tatsächlich auch mal empfehlen. Weil so scheiße fand ich nicht. Aber nur Chancen, die liegen gelassen wurden. Ja. Oder schlecht gemacht. Ich meine, die Kämpfe, ich bin auch gleich, ich rede heute ziemlich viel, gell? Auch die Kämpfe und alles drum und dran. Ich habe das ja gesagt. Da denkst du, als die Faust landet irgendwie 50 cm vor dem Gesicht, kommt quasi schon der Impact. Mhm. Also das ist wirklich dermaßen amateurhaft als zwischendrin, wo halt auch alle Leute irgendwie, er steht ja nur so da, dann wartet er, bis quasi jemand ausholt, in Zeit, also nicht in Zeitlupe, aber es ist halt extrem langsam und dann fängt er immer den Arm ab und gibt so einen Schwinger mit. So habe ich das Gefühl. Mhm. Das kann Bud Spencer oder Terence Hill machen, aber das kannst du doch niemandem mehr anbieten. Halt auch die Momente, wie oft er halt in belanglose Schlägereien gerät, wo ich mir denke, so, ja, und auch gar keine Wucht dahinter steckt. Die Kämpfe dauern ja ewig. Da hast du gefühlt, die haben so eine Energieanzeige über dem Kopf und jeder Schlag macht so ein bisschen weg. So. Die stehen nicht dauernd wieder auf und dann wieder. Das ist alles so harmlos, als würde man sich mit Federn duellieren irgendwie. Als Erste kommt mir es halt vor. Es hat halt keinen Druck. Und eine Sache noch. Ja. Der Hauptdarsteller, ich bin hin und her gerissen. Auf der anderen Seite fand ich den irgendwie ganz cool und es gibt auch Momente, wo ich denke, oh, coole Sau. Aber dann denke ich manchmal, wenn man den so von vorne zeigt, wo so die Augen so ein bisschen auseinanderstehen, dass der mal irgendwie einen Schlag abbekommen hat und sich nicht mehr erholt hat seitdem, gell? Ja, also so ein Stuntman hat man durchgezogen. Seitdem ist so ein bisschen, ist so das Auge so ein bisschen eingedreht. Der war mir zu weich. Ich dachte die ganze Zeit, er steckt den halt in eine Rom-Com, aber lass den nicht so einen Film machen. Ich fand so einen polnischen Paul Walker also, halt. Ja, okay, doch, ja, ja. Das trifft sehr gut. Okay. Ja, ja, absolut. Und jetzt, der Vergleich zieht voll. Okay. Ich bin dann Hendrik out. Gut. Stundenplan auf Netflix. Also dürft ihr euch jetzt aussuchen, ja. Ob ihr ihn guckt oder nicht. Von mir kriegt er ein No. Von Hendrik kriegt er ein Ja mit Herz. Würde ich mal so sagen. Ja. Also. Ja, sag du es einfach. Gut. Ja. Und was ihr daraus macht, entscheidet ihr selber. Wie viele Sterne hast du ihm gegeben jetzt? Ich habe ihm noch keine gegeben, weil ich ihn vergessen habe zu bewerten, aber er würde 2 von 5 kriegen. Okay. Also 4 von 10. Da war ich ja gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Gut. Dann, nächster Film. Roll. Auch auf Netflix. Oh Gott, muss ich ja schon wieder so viel reden. Das ist unglaublich. Auch jetzt ganz, ganz frisch erschienen, die letzten Tage, ist mit einer Netflix-Freigabe von 12 Jahren versehen. Ist eine ganz tolle Mischung aus Action, Abenteuer und Katastrophenfilm. Geht 1 Stunde 41 Minuten lang. Und Regie hat geführt Raw Utak. Ist ein norwegischer Film. Dementsprechend auch alles im Cast. Menschen, die man vielleicht so noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wir haben Ine-Marie Willmann, Kim Falk, Mats Sjogard Pettersen und viele mehr. Und worum geht's in Troll? Es geht um einen uralten Troll, der tief in den Gebirgen des norwegischen Dovre oder in der norwegischen Dovre-Kommune nach 1000 Jahren Schlaf erwacht. Und eine bunt zusammengewürfelte Menschengruppe, die einen Weg finden soll, den Troll aufzuhalten, der alles zerstört, was ihm zwischen die Füße gerät. So, viel mehr ist es eigentlich nicht an Story. Nee. Das ist alles, was der Film hergibt. Aber ich muss sagen, das macht er unglaublich charmant. Wir haben ja im Podcast auch schon darüber gesprochen und sind dann nochmal richtig tief in die Thematik gegangen. Und da knüpfe ich jetzt einfach nochmal an. Ich fand es so schön, mal wieder einen Film zu gucken, der in der Tradition von einem Godzilla oder von einem Independence Day irgendwie sich anfühlt, weil er irgendwie so viele herzliche Momente hat, um diese ganze Menschengruppe, die sich da zusammenfindet, um eben diesen Troll zu jagen oder ihn irgendwie aufzuhalten. Und ich habe da so viele Momente gehabt, wo ich mich ganz wohlig warm erinnert gefühlt habe, vor allem an Godzilla, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, das zu gucken. Ich fand, dass der schauspielerisch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich fand es alles in der Welt, in der er funktioniert, super glaubwürdig, weil er sich halt auch innerhalb seiner Gesetze, die er da so aufmacht, halt super ernst nimmt. Also das war für mich alles glaubwürdig. Ich fand, es war gut gespielt.
Ich fand auch die Effekte gut. Also es war nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, oh ja, Netflix CGI und sieht scheiße aus. Also das überhaupt nicht eigentlich. Klar, man sieht es an den einen oder anderen Stellen. Aber das war für mich alles okay. Das hat gut funktioniert. Vielleicht auch deswegen, weil viele der Effekte halt in Außenaufnahmen stattgefunden haben, im Freien. Ich finde, es ist immer ein bisschen einfacher bei CGI, wenn es im Freien und vor allem bei Tag stattfindet, wie wenn du es irgendwie in Zimmern oder in ja, Dunkelheit aber hast. Wie schön, dass du es auch mal sagst, da war jetzt nirgendwo im Hintergrund eine Halo-Stage oder sowas, weißt du, das waren einfach Naturaufnahmen in Norwegen. Wow, genau. Allein das ist schon so verrückt. Aber red weiter, ja. Und ja, das hat sich halt einfach gut angefühlt. Ich habe dann eine richtig gute Zeit gehabt mit dem Film. Der war dann fertig und ich dachte mir, hey, ich fühle mich gerade so positiv aufgeladen wie damals, als ich einen Godzilla geguckt habe. So, es war wirklich ein sehr, sehr ähnliches Gefühl und muss von daher sagen, dass ich da richtig Spaß hatte. Es ist für mich eine Empfehlung, definitiv. So ein 3-Sterne-Film bei mir von 5. Hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Ich fand die Charaktere, wie gesagt, gut. Ich fand viele Witze sehr gut. Es ist vielleicht vor allem auch so das Hauptthema bei mir, dass mir Troll von den Comedy-Aspekten mit am besten gefallen hat, weil es nicht dümmlicher Humor war, wie man es vielleicht aus anderen Filmen oder Genrevertretern kennt, sondern irgendwie war es so eine herzliche Art von Witz, der da drin war. Wie man es halt gerade aus diesen alten Filmen halt von damals auch kennt. Gerade dieser Moment mit dieser Call of Duty-Moment, nenne ich jetzt einfach mal so, ja. Das war so herzallerliebst irgendwie, weil die halt auch in dem Moment vom Acting her sich beide dann so angelacht haben und hat einfach gemerkt, hey, die haben gerade in dem Moment eine Verbindung, obwohl die so im normalen Leben wahrscheinlich nichts miteinander zu tun hätten. Und das war ganz, ganz herzlich irgendwie und so hat sich das irgendwie durch den ganzen Film angefühlt. Hat einen guten Showdown gehabt, hat ein gutes Pacing gehabt. Der war jetzt nicht irgendwie träge oder sowas, sondern der lief schön durch. Vielleicht als Kritikpunkte, wenn man so will. Ich hätte vielleicht im Drehbuch die Geschichte ein bisschen anders vielleicht geschrieben, hätte manche Charaktere vielleicht einfach... Auch geil, als Kritikpunkt, also Drehbuch hätte ich jetzt halt ganz anders geschrieben. Das ist geil. Ja, aber was? Ich hätte manche Charaktere vielleicht einfach länger im Film gelassen. Oder ach so, okay. Ja, ich weiß direkt, was du meinst. Oder ja, die halt ganz im Film gelassen, ja, weil ich halt ich einfach auch finde, die haben so viel Potenzial gehabt und so einen Charme, dass ich einfach viel mehr sehen wollte, wie die noch agieren und wie die reden und wie die vielleicht auch gewisse Kniffe noch mit in die Story mit reinbringen. Das war halt leider nicht der Fall, das fand ich dann ein bisschen traurig und da hätte er mir, glaube ich, noch mal mehr Spaß gemacht, aber in Summe, dafür, dass es ein europäischer Film ist, sticht der für mich aus dem ganzen Netflix-Einheitsbrei definitiv raus und ich muss sagen, der versteht sich bei mir, wie gesagt, in bester Tradition dieser alten Katastrophen-Monster-Filme und war für mich vor allem auch ein deutliches, Vielfaches besser als jetzt einen Moonfall zum Beispiel, zuletzt von Roland Emmerich, genau. Leider muss ich sagen, aber ja, das stimmt. Genau. Und das ist krass. Und von dem her, ja, gutes Ding. Ja, ich hatte auch total Spaß mit dem Teil, vor allen Dingen, weil du es auch, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich muss es tatsächlich nochmal unterstreichen, einfach so alte 90er Jahre Roland Emmerich-Vibes da einfach mitschwingen. Also ich sage tatsächlich 90er Jahre, weil das ist ja genau die Thematik Independence Day, Godzilla, die ganzen Geschichten. Und ich mag das einfach, dass verschiedene Figuren, also du hast irgendwie nationales, beziehungsweise manchmal auch ein internationales Ereignis und dann kommen verschiedene Personalien zusammen, die eigentlich noch nie miteinander zusammenkommen würden, wie zum Beispiel der Militärtyp mit dieser rechten Hand von der Premierministerin, plus sie als Paläontologin, plus der Vater noch, ja, wie es halt bei Independence Day auch war. Mhm. Und diese ganze Gruppe geht dann aber auch überall hin. Also die wären jetzt auch, wenn es da jetzt eine Area 51 gäbe in Norwegen, wären die da auch einfach mit hin. So, weil das halt in der Story geht es halt. Da gibt es dann keine Sicherheitsprotokolle mehr oder irgendwas. Und das finde ich so charmant. Ey, wir brauchen kurz den Hubschrauber, wir müssen da jetzt hinfliegen, müssen checken. Ja, klar, nehmt den Hubschrauber so. Wollt ihr noch den Hund mitnehmen? So, weißt du? Also, ich mag das einfach total. Also, es ist Fantasy und dann lasst bitte auch alles Fantasy sein. Ich brauche keinen Troll und dann 3 Sicherheitsprotokolle und man muss hier 5-mal unterschreiben, für den Hubschrauber mitzunehmen. Nee, das spielt dann ab dem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Ja. Er nimmt sich ernst, aber halt auch nicht dann so, dass du denkst, oh Gott, ist das jetzt alles schon wieder mit Stock im Arsch. Sondern es ist einfach, das Pacing ist super, ich fand die Schauspieler total gut. Auch der Aufbau, alles, was mit diesem Troll ist, mochte auch den anfänglichen Rückblick, fand ich total super. Also mit diesem, wie war das Zitat, das habe ich doch jetzt auch im Podcast gerade gesagt, dieses alles wird wahr, solange du nur daran glaubst oder so irgendwas. Und wo sie dann in diese Berge schaut, der erzählt ja diese Folklore von diesen Trollen, dass die quasi vergessen haben, weil die so einen Spaß gehabt haben, glaube ich, an einem Abend, dass sie vergessen haben, dass am nächsten Tag ja die Sonne aufgeht und dann ja alle quasi versteinert wurden und dadurch quasi diese Felswand entstand. Und sie sitzt ja dann da als kleines Kind und schaut dann so darüber und du siehst dann quasi gerade in so einem kleinen Moment, dass so verschiedene Strukturen von diesem Berg quasi Gesichter von Trollen darstellen. Und
da hatte mich das schon. Da läuft der Film keine 5 Minuten und die hatten mich schon. Ja. Also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Der ist auch nicht zu brutal, so dass man jetzt sagen könnte, oh Gott, den kannst du jetzt mit niemandem schauen, sondern der ist wirklich, der ist sehr unterhaltsam, sehr liebevoll auch gemacht, ein super Pacing, coole Effekte, sehr viel Landschaftsaufnahmen, nicht dieses typische CGI-Gequatsche, was man halt in letzter Zeit eigentlich bei jeder US-Produktion sieht. Von daher, ey, das ist so ein echter, ja, Geheimtipp ist es ja nicht mehr, weil er ist ja auch relativ weit vorne in den Charts. Ja. Ich glaube, gestern habe ich gerade wieder gesehen, auf der 1 wieder. Da war ja kurz, glaube ich, ja, war kurz mal runter, wieder, genau, ist ja jetzt wieder auf der 1, ja. Und, hey, zu Recht, ich finde ihn cool, weil er halt einfach ein bisschen ausbricht aus diesem, auch Netflix-Einheitsbrei, auch von der Farbgebung her und so. Mhm. Also nicht diese typischen Filter, so, wo du sofort erkennst, dass Netflix-Film. Ich hätte mir dann auch locker luftig im Kino angeschaut, sag ich ehrlich. Ja. Ich finde, der braucht sich jetzt nicht als Streaming-Film zu verkaufen. Ja. Ja, beim Schneiden des Trailers ist auch, habe ich das erste, was ich gedacht habe, wo man Fußabdruck sieht, mit dem Helikopter, war Godzilla. Ja. Du hast halt gesagt, ah, okay, da ist ein sagen wir, Geologe oder ein, der sich das Ganze anguckt und so weiter und so fort. Es hat direkt 1:1 Godzilla. Ja. Und war positiv überrascht. Ich habe Ich habe leider noch immer in der Pipeline. Ich habe so wie die Pipeline. Ja, klar. Aber wie gesagt, den kann man sich echt mal anschauen. Es war auch cool, so im Hintergrund siehst du so einen Matthew Broderick, der so einen Wurm hochhält. Weißt du, einfach nur kurz ins Cameo. Wäre super gewesen. Aber ja, also totale Empfehlung für alle, die da drauf stehen. Und mich wundert es nur ein bisschen noch abschließend dazu. Mich wundert so ein bisschen, dass der bei verschiedenen Leuten, wo ich dachte, oh, die haben auch ein Herz für sowas, so fürchterlich abgestraft wird. Also jetzt zum Beispiel so Andreas Bardet, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, 1 Stern. So. Echt? So schlecht? Ja, okay. Absolut fürchterliche Grütze, so war sein Review. Also nicht, dass ich das als Review sehe, aber da dachte ich, ey, genau du, habe ich gedacht, wärst so ein Typ, der so ein Herz für genau sowas hat. Mich wundert das, weil ich finde den wirklich toll und auch empfehlenswert. Das ist ein richtig schöner Fantasy-Streifen. Hm. Bei dir, was ist dein liebster Monsterfilm? Also, ich mag ja grundsätzlich, weil ich weiß, ich stehe ja auf Kong, Godzilla da, da bin ich komplett außen vor, wenn es da noch Laserstrahlen schießen. Ja, jetzt stell uns mal nicht so dahin. Aber das sind heiße. Ja, das ist ja gar nicht realistisch. Sind wir dir zu blöd? Nee. ich muss sagen, mein absoluter Lieblingsfilm ist wirklich Godzilla, so blöd es klingt. Also ich finde, der holt mich immer wieder ab. Ja, dann hast du aber super viel Spaß mit Troll, das kann ich dir jetzt schon sagen. Der holt mich, keine Ahnung, ich gehe da auch voll ab in The P. Diddy mit seinem Aha, yeah. Ja gut, den gibt's nicht. Den gibt's nicht, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich gucke mir am liebsten an. Also ja, verstehe ich auch. Oder jeder zweiten nennen, wo ich sage, okay, den finde ich auch noch mega. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil es ist auch bei mir so ein Guilty Pleasure Film im Herzen. Also Godzilla finde ich schon arg spaßig. Es ist halt sau interessant, dass wahrscheinlich jeder Godzilla-Fan an sich wird wahrscheinlich jetzt mit euch einen größten Krach anfangen. Ja, klar. Das ist halt echt auch lustig. Kaiju nix am Hut. Ja, genau. Wirklich, ja, aber deswegen funktioniert er dann halt auch. Ich verstehe das vollkommen. Ich mag den auch total. Ja. Aber ich bin aber auch nicht der größte Godzilla-Fan so. Ich mochte halt dieses Aufeinandertreffen jetzt gerade hier. Kong versus wie. Was? Nee. Wie es anhört. Ah, die haben sich mal getroffen da. Ja. Käffchen getrunken, so. Schelle links, Schelle rechts. Ja, genau. Willst du den Keks? Ich nehme gerade ab. Kong vs. Godzilla meinst du? Ja, genau. Ja, da hatte ich schon meinen Spaß, aber der war halt dumm, plump. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jedem sagen würde, das soll er schauen. Bei Troll ist es schon was anderes. Da würde ich sagen, ey, wenn ihr Netflix-Abo habt, noch ein bisschen, nur ein bisschen auf die Art von Film steht, ey, snackt euch den rein. Super. Gut. Also, ihr habt's gehört. Wenn ihr Netflix-Abo habt, Knöpfchen drücken. Troll gucken kann man jetzt machen im Dezember, wenn es draußen schön kalt ist, dann mockel ich zu Hause unter die Decke und den Netflix-Button glühen lassen. So, was jetzt gleich glüht, sind heiße Ohren, denn Violent Night ist im Kino gestartet. Ein brandneuer Weihnachts-Actionfilm mit David Harbour in der Hauptrolle als Santa Claus. Wir freuen uns, denn wir haben schon lange keinen richtig geilen Actionfilme im Kino gehabt, wie ich finde. Und ja, deswegen geht's jetzt einmal ab durch die Mitte. Violent Night, wie gesagt, jetzt frisch erschienen, ist FSK 16, ist eine Actionkomödie, geht 1:52 lang. Und im Cast, wie eben schon genannt, wir haben David Harbour, wir haben Beverly D'Angelo, die viele vielleicht noch kennen aus dem Schöne Bescherung-Film mit Chevy Chase. Wir haben John Leguizamo, Eddie Patterson und einige mehr. Worum geht's in Violent Night? Eigentlich will Santa Claus nur die Geschenke bringen, aber als er auf eine Gruppe Söldner stößt, die auf einem Anwesen Geiseln genommen hat, war's das mit Stille Nacht. Statt der Geschenke holt Santa in Violent Night den Hammer aus dem Sack. Denn an Heiligabend legt sich niemand ungestraft mit dem Weihnachtsmann an. So viel zur Inhaltsbeschreibung zu Violent Night. So,
Und jetzt gebe ich mal das Wort an den Hendrik, denn ich weiß, ja, dass du richtig viel Spaß mit dem Film hattest und dir das Herz aufgegangen ist, vor allem im Nachgang, nachdem noch so ein paar Tage Zeit war, drüber nachzudenken. Warum war es denn so? Auch wenn ich jetzt in die Fußstapfen vieler auch auf Twitter und sowas trete, ich muss sagen, ich fand den extrem weihnachtlich. Also einfach von der, das klingt jetzt bescheuert, aber von der Message her war das einfach für mich irgendwie verschiedene Gespräche, gerade zwischen Trudy und Santa Claus und auch das Ende und so. Das hat wirklich für mich so richtige Weihnachts-Vibes versprüht. Also ich war so richtig drin, so dieses wohlig-warme und dachte direkt, okay, da muss direkt auf meine Weihnachts-Watchlist für jedes Jahr, weil ich einfach dachte, der Film hat was ganz anderes vor und hat ja auch wirklich sehr brutale Szenen und ist auch echt hier teilweise quatschig, aber dann auch wieder so familiär runtergebrochen. Einfach so wirklich so alltägliche Probleme und alltägliche Gedanken, die man vielleicht auch hat. Und da gibt er einem so viel mit und ist so herzlich zum Schluss mit dem Abschluss, dass ich wirklich dachte, war das jetzt schön. Mhm. Obwohl der Film an sich extrem viel Probleme hat. Aber das ist, ich bin aber mit dem Thema raus, kürzen um 15 Minuten und er wäre absolut, wird bei mir direkt ins Herz schießen. Ah, das ist witzig, weil das ist auch mein größter Kritikpunkt. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut auf den Film, weil ich den Trailer schon super ansprechend fand und halt gedacht habe, ja Mann, das ist genau mein Scheiß, weil in so einer Tradition von einem Stirb langsam, wie sie alle heißen, ne, das ist ja genau das, was ich gerne gucke und was ich mag. Und als ich dann noch gelesen habe, dass Tommy Wirkola die Regie führt, der The Trip gemacht hat, den ich gerade zuletzt geguckt habe, den ich unfassbar gut fand, oder auch so Sachen wie Dead Snow, Hänsel und Gretel, Hexenjäger und so, ne, da dachte ich schon, okay, kaufe ich, so, gehen wir mal ins Kino. Und ja, hab eigentlich durchweg Spaß mit diesem Film gehabt. Der hat eigentlich alles richtig gemacht für mich, bis auf die Laufzeit, weil er sich irgendwann in der Mitte mal so ein bisschen verheddert und auf der Stelle tritt. Und da gibt es so ein, zwei Momente, wenn so der Druck rausgenommen wird, wenn es gerade um Dialogszenen geht, die waren halt einfach viel zu lange ausgespielt. Da hätten kürzere, kleinere Momente, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren können. Es geht vor allem darum, finde ich, wenn er mit Trudy spricht, da gibt es eine Sequenz, die halt unheimlich lang geht, wo ich im Kino dachte, oh, wie lange reden die noch? Also ich merke gerade, dass das unbehaglich bei mir wird. So das ist aber lustig, weil ich fand das Gespräch halt irgendwie, das ging mir halt ans Herz. Also es ist interessant, deswegen nur, dass ihr da draußen mal kurz einfach nur die zwei Seiten seht. So. Und wie du es gesagt hast, 10, 15 Minuten weniger, dann hätte das für mich, glaube ich, relativ gut funktioniert. Auch wenn ich sagen muss, dass ich vielleicht in Bezug jetzt auf ihn, auf Santa Claus, vielleicht auch so kleine Kritikpunkte habe, dass mir seine Motivation nicht immer ganz klar war, weil er irgendwie zum Teil sehr lethargisch ist, dann doch irgendwie die Situation retten will, aber man nie, dass das Motiv so richtig, also ich habe es nicht, ich weiß, was er will, aber ich habe es nie so richtig gespürt. Und das fand ich irgendwie komisch. Und auch, dass man mit ihm so, dass er so ein bisschen ambivalent rüberkommt. Man weiß nicht, ist er unbesiegbar? Ist er sterblich? Oder was ist überhaupt mit ihm? Also, ja, hat er es überhaupt drauf oder nicht? Ja, überhaupt also wird vieles so im Dunkeln gelassen. Da hätte ich auch gerne so ein bisschen mehr Futter gern gehabt. Man kriegt zwar in ein, zwei Szenen vermittelt, wo er herkommt und was mit ihm mal los war. Was schon cool war. Was ich brutal gefeiert habe. Ich sag nur Streithammer. Bone Crusher. Ja, genau, Bone Crusher, so hieß er. Super cool. Und halt auch einen David Harbour in der Rolle, wo ich sag, ey, der passt in so Rollen wie Arsch auf Eimer. Mhm. Also es ist unfassbar, was für eine Physis der auch mitbringt. Also man kriegt da auch wirklich an manchen Momenten vermittelt, was für ein Riese das einfach ist. Ja. Also der muss unheimlich mächtig sein, so als Typ. Fand ich sehr cool, weil es gut gepasst hat. Mir hat sein Kostüm gefallen, dass das so Leder und so war. Ja, dass es halt Leder war. Sehr knackig auf jeden Fall. Und er hat, wie gesagt, bei mir ganz gut funktioniert in dieser Tradition von den anderen Actionfilmen, die man von früher kennt. Zwei, drei nette Hommagen waren drin an Kevin allein zu Hause. Das habe ich sehr gefeiert. Das war auch vom Comedy-Moment her. Ja, auch mit einer der besten Szenen, muss man sagen. Ja. Also das war grandios. Wir haben auch so zwei, drei Anleihen an Schöne Bescherung und natürlich an Stirb langsam 2. Ja. Muss man unweigerlich dran denken. Fand ich auch ganz, ganz nett. Und habe Spaß damit gehabt. Also ich sage jetzt nicht, dass er für mich in die Top 5 meiner Lieblings-Weihnachts-Action-Filme geht. Das schafft er nicht. Aber wenn ich eine Top 10 erstellen würde, wäre er wahrscheinlich drin. Ja, das ist ja das. Ich meinte ja auch nur eine Liste, keine Top-Liste, sondern die Liste von Filmen, die ich einfach nächstes Weihnachten, wenn ich den wieder schaue. Darauf bin ich raus. Ich muss sagen, der hat halt auch,
Was, glaube ich, das größte Problem ist in den Filmen und dich auch so ein bisschen immer Rätselraten zurücklässt, also zumindest ging es mir so, ist einfach diese, die Tonalität. Ja. Das ist ganz schwierig zwischen Familiendrama, plumper Action-Blockbuster, komplett übertriebene Komödie. Also da sind Sachen drin, zum Beispiel, wenn er am Anfang von seinem Schlitten runterkotzt auf die Frau. Da, ich habe gelacht. Aber ich dachte dann auch in dem Moment, oh, schon arg plump. Mhm. Ja. Dann auch diese ganzen Goons, also die Helfer von John Leguizamo quasi, die ja dann auch variieren von absoluter Comic Relief. Also du hast wieder die Kampf-Amazone dabei, du hast wieder den norwegischen Riesen dabei, norwegischen Riesen, so rum. Und also es ist schwierig, das irgendwie festzumachen, weil du hast dramatische Momente, wo du denkst, ja, ist es jetzt wirklich gerade dramatisch? Und dann hast du wieder so übertrieben lustige Passagen und also du fühlst dich irgendwie, während du den Film schaust, unwohl, weil du nicht weißt, wie genau du jetzt auf was reagieren sollst. Ja. Und das macht es so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, ich weiß, was du meinst, weil das für mich auch am zu Beginn des Films das Problem war, eine Connector zu finden. Mhm. Also das hat bei mir wirklich so eine halbe Stunde gedauert, bis ich so... Ja, ich weiß nicht, ob das bei mir reicht tatsächlich. Also, ich glaube, es war mir bis zum Schluss nicht klar. Ich kann damit leben. Das ist kein großer Kritikpunkt, dass ich jetzt sage, dadurch ist der Film schlechter. Nur bringt das so eine gewisse Unruhe in mich rein, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt mit dem Film, was der jetzt genau von mir will. Ja. Und das mir einfach zu, aber das ist, glaube ich, auch dieser Tommy Wirkola. Ich habe diesen The Trip nicht gesehen, aber Hänsel und Gretel, Hexenjäger, ist das genau dasselbe. Mhm. Du hast blutige Passagen, die aber noch ein Stück weiter geiler choreografiert sein könnten. Da ist mir auch zu wenig Esprit manchmal drin, wobei es ja da einen Kill gibt bei Violent Night, wo wir wirklich, da sind wir ja fast aufgestanden, hätten geklatscht zum Schluss, aber das war schon fett, obwohl ich mir schon dachte, was passiert. Ich habe mir es leicht anders vorgestellt, aber das war halt schon richtig geil. Aber es ist nie wirklich was Ganzes. Das ist Hänsel und Gretel, der hat auch dramatische Momente, die packt mich aber nicht so richtig. Dann hat er lustige Momente, wo du denkst, oh, das ist jetzt aber zu quatschig. Mhm. Also ist, überall hapert so ein klein bisschen. Ja, ja. So der letzte Punkt zur Perfektion. Genau. So, genau. Ja. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Das macht ihn jetzt nicht unbedingt schlechter, aber es gibt so einen faden Beigeschmack. Mhm. Ja, das hatte ich auch mit den Choreografien, wenn es um die Nahkampf ging. Ja, genau, das meine ich ja. Also genau, da war es auch oft so unterschnitten, dass man das Gefühl hat, länger drauf halt und vielleicht mehr Licht. Ja. Es war auch sehr dunkel oft in den Szenen, sodass ich mir gewünscht hätte, ich hätte es gern mehr gesehen, ich hätte gern mehr mitgekriegt, auch aus einem größeren Winkel von der ganzen Thematik, die gerade passiert. Da finde ich, weiß nicht, ob das jetzt Stilistik war, dass man es so eingesetzt hat oder ob man es genommen hat, um zu kaschieren, das vielleicht nicht mehr möglich war, physisch vielleicht auch, ne, von der Choreografie her. Das hätte ich, glaube ich, auch mehr gemocht. Aber sonst eine runde Kiste. Also und passt für mich absolut ins Kino. Also es ist ein Film, wo ich sage, Schon. Ist gut schon. Wobei ich mich dann wundere, also ich wundere mich dann, dass manchmal dann so Filme ins Kino kommen und dann gibt es aber auch wieder, also, weil ich, das ist für mich ein absoluter Kinofilm, nur finde ich es verrückt, dass sie quasi die Eier in der Hose gehabt haben, den Film ins Kino zu bringen, wo es dann aber wieder andere Filme gibt, wo ich dann dachte, ey, wie kann der überhaupt im Kino landen? Also das ist für mich immer so ein bisschen schwierig nachvollziehbar. Aber ich fand, ja, das eine Zitat, das wollte ich jetzt noch abschließend sagen, da warst du gerade auf der Toilette so, da musste ich mich so kaputt lachen, wo dieser komische, der Chef von der Einheit dann mal irgendwie so eine Ansprache macht zu seinen Leuten und sagt so, ich liebe meine Einsätze wie Sex, schnell, hart und mit dem wenigsten Hygieneaufwand oder sowas. Und da musste ich echt voll lachen, weil ich das dachte, schnell, hart und mit dem wenigsten Hygieneaufwand. Ja fand ich lustig. Oder Reinigungsaufwand oder sowas, egal, war auf jeden Fall lustig. Gut, dann auf jeden Fall aber auch noch ein kleiner Disclaimer an euch. Seid euch aber sicher, wenn ihr in den Film geht, der ist hart. Ja. Der hat Momente, die sind äußerst hart und explizit. Mhm. Also ich rede jetzt von Körperteilen, die durch die Gegend fliegen oder auch abgetrennt werden oder vielleicht auch gewisse Dinge, die in Körper reingeführt werden. Mehrere Dinge hier reingeführt werden. Also das ist schon eine harte Kiste. Ne? Also gerade bei Sex sind, Damit meine ich so, wenn man vielleicht Die Hard mag, aber nicht gut drauf klarkommt, wenn halt mal irgendwie Arme abgerissen werden oder so, gibt es ja auch. Das ist schon ein richtig hart, brutaler Actionfilm. Das muss man wissen. Ne? Ja, also genau. Nur so viel vorneweg. Von dem her, eine Empfehlung von uns auf jeden Fall. Ja. Geht ins Kino, guckt euch Violent Night an, macht es auch gerne im Kino, damit so ein Film natürlich auch den entsprechenden Benefit kriegt, den er braucht. Denn dann kriegen wir auch mehr Filme wie die weiterhin im Kino. Das nur so als kleine Notiz. Ganz, ganz wichtig, ja. Gut, Männers, dann sind wir fertig mit dem Film. Das war der letzte Film schon. Das war schon der letzte Film, schon, ja. Dann haben wir mal noch ganz, ganz geschwind die Streaming- und Kinotipps raus, würde ich sagen. Wir starten natürlich mit dem Kino. Wie soll es anderes sein? Ich reiß mal schnell durch. Und zwar ab dem 8.12.
quasi heute an unserem Aufnahmetag, Terrifier Teil 2 startet in einigen deutschen Kinos. Jetzt fragt man sich, warum nennen denn die Filmfatal-Jungs ausgerechnet einen Genrefilm wie Terrifier 2? Machen wir deswegen, weil es da eine kleine Besonderheit gibt. Und zwar kommt der Film uncut in die Kinos. Das bedeutet, er wird wirklich komplett ungeschnitten zu sehen sein. Und wird nachher in der Heimauswertung, wenn er denn dann mal auf Blu-ray kommt, nicht uncut sein. Der Film wird keine Freigabe bekommen von der FSK, das ist soweit schon mal klar, nur als geschnittene Version. Das heißt, wenn man Fan von Gorehound-Filmen, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Aber doch, wenn man Gorehound ist. Wenn man Gorehound ist, genau, und steht auf Slasher-Filme, die halt wirklich bis ins Maximale gehen, dann ist Terrifier genau das Richtige und den könnt ihr euch jetzt quasi frisch im Kino angucken. So viel dazu. Dann haben wir Avatar, The Way of Water, kommt ab dem 14.12. in die Kinos. Da sind natürlich schon alle irgendwie gespannt drauf. Der hat jetzt gerade zuletzt auch viele Kritiken gekriegt. Stimmen überschlagen sich ja, gell? Das ist eskaliert. Ich weiß, Thorsten, ich weiß. Bevor es jetzt gleich losgeht, aber alles gut. Meine Fresse geht es ab. Also gerade international, ja. Was man hört, man hört nur James Cameron, der Mann, der weiß, wie man Sequels macht. Es wird mindblowing. Ja, genau. Also, sind wir mal gespannt, was das wird. Also ich freue mich drauf, ihn mir anzugucken. Jetzt nicht unbedingt zwingend, weil ich ein mega Fan von Avatar bin, sondern halt einfach, weil mich interessiert, wie so ein Film in der Art, auch was das Thema CGI betrifft oder Innovation technische, muss man halt dann mal abwarten, was es wird, wie sowas im Jahre 2022 ja. aussieht. Und ob James Cameron wieder das Kino revolutioniert. Ja. Sind wir mal ehrlich. Also es war ja, also sorry, Avatar war unser Star Wars. Also nicht im Sinn von der Story, aber dieses, wenn deine Eltern früher gesagt haben, so, ja, das gab's halt bis dahin noch nicht. Das war halt was Neues. Und dann kam, für uns gab halt dann Avatar in diesem 3D, was man bis dahin noch nie gesehen hatte. Und daher, ich bin gespannt. Ja, sehr absolut. Sogar. Gut, dann weg vom Kino, rein in die Streaming-Plattformen. Netflix, ab dem 9.12. kommt Guillermo del Toros Pinocchio. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich mega auf den Film, weil er rein vom Trailer her auch schon richtig stark ausschaut. Es sieht wieder wie so eine ganz fantastische Geschichte aus. Ich bin mal sehr gespannt, wie er das verpackt. Gerade so, ob es mehr kindgerecht wird oder ob es doch mehr Erwachsenen-like sein könnte. Ich hab Bock. Ich bin gespannt. Ich mag Pinocchio an sich nicht so arg gern. Es ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte. Zuletzt haben wir ja auch gerade die Disney-Verfilmung gesehen von Pinocchio. Da waren wir aber tatsächlich beide relativ angetan. Hast du ihn gesehen gehabt, Pinocchio, mittlerweile? Nee, noch nicht? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mit den Kids gucken kann. Mhm. Da bin ich noch immer so im Zwiespalt. Geht aber, glaube ich, oder? Ja, würde ich doch sagen. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, würde ich sagen, geht ja. Also es war nur, glaube ich, die Disney-Sektion, die so ein bisschen creepy war. Ne, auf oh ja, Insel. Stimmt, ja, genau. Aber hat das nicht jeder auf Disney-Zeichentrickfilm? Also ich nicht. Also ja gut, aber Harry Potter zieht ja auch zum Schluss schon ganz, also der erste und der zweite Teil, die sind ja auch schon relativ düster dann zum Schluss hin. Also würde ich fast verstehen. Naja. Also schlimmer wird's nicht. Okay. Pinocchio, 9.12. Netflix. Dann ab dem 14.12. auf Amazon Prime kommt Fast and Furious, Teil 9, für alle, die es richtig hart actionlastig brauchen, könnt ihr euch das gute Stück reinziehen. Und was haben wir noch? Ab 8.12. auf Sky, beziehungsweise Wow, kommt Resident Evil Welcome to Raccoon City. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es im Podcast oder im Film Fatal war. Haben wir ja jetzt nicht als so extrem geil empfunden. Ich habe ihn aber trotzdem mal für heute mit reingenommen, weil natürlich für viele Videospielfreunde oder Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, er vielleicht doch eine spannende Kiste darstellt, die man sich da mal angucken will. Und zu guter Letzt, in eigener Sache, für eine Handvoll Popcorn. Unser Filmpodcast. Den dürft ihr euch natürlich auch mal reinziehen. Wöchentlich immer mit einer neuen Folge. Zuletzt haben wir da auch ein bisschen tiefer über Violent Night gesprochen, aber auch über so Sachen wie hier Welcome to Wrexham, hattest du ja erwähnt gehabt, ein bisschen mehr. Wir hatten es über Wednesday auch gehabt, nochmal ein bisschen tiefer. Also quasi, wenn ihr genug habt von YouTube und seid unterwegs und müsst irgendwie noch was auf die Ohren bekommen in Sachen Filme, dann dürft ihr das gerne in Form unseres Podcasts machen. Da geht es quasi immer weiter, auch wenn die Sendung hier auf YouTube vorbei ist. So, dann sind wir raus für heute. Eine vollgepackte Sendung heute. Ja, alles vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner macht. Genau, so sieht's aus. Film und Kino, jawollo. Dann würde ich sagen, was ihr jetzt macht, ist natürlich auf den Abo-Button drücken bei YouTube. Wenn ihr das noch nicht macht, folgt uns natürlich auch gerne auf Social Media. Ihr findet uns bei Instagram. Da dürft ihr uns folgen, auch gerne immer schön kommentieren, wenn wir unsere Postings reinhauen, connectet mit uns. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare mit rein zu den Filmen, die wir besprochen haben, wenn ihr sie gesehen habt, ob ihr sie gut findet, ob ihr sie nicht gut findet. Da dürft ihr gerne eure Meinung
kundtun. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns Ende des Monats nochmal für unsere Weihnachtsfolge, beziehungsweise die Jahresabschlussfolge. Dann ist ja 2022 schon wieder rum. Ging gefühlt sehr, sehr schnell. Ja. Und in diesem Sinne, schaut Filme, schaut Serien, redet darüber. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.